Inhalt, nämlich was ja, Hundebegegnung ja, manchmal so schwierig macht, ist natürlich auch die Rasse. Dann auch ganz wichtig die Unterscheidung in A-Typ und B-Typ. Dann habe ich unterschiedliche Hormone, die da wirken oder Einfluss nehmen auf irgendwelches Verhalten, die Hunde dann auch an der Leine zeigen, sei es jetzt ängstliches Verhalten oder sei es Aggressionsverhalten, allgemeine Alltagsfehler, Leinenschwierigkeit, allgemeiner Grundgehorsam, Ruheübungen, wenn einer alles darf, unsere Kontrolletti-Hunde, das fehlende Management, die Körpersprache, da kommen dann sehr viele Videos. Ja, unser Besitzerverhalten, was signalisieren wir denn tatsächlich unseren Hunden? Über Blicke, über unsere Körpersprache. Dann, wie verhalten wir uns denn in der Hundebegegnung? Lassen wir die Hunde spielen oder haben wir die Hunde spielen oder schnüffeln lassen? Zu wenig oder zu viele Hundebegegnungen während eines Spaziergangs. Und dann das leidige Thema oder unleidige Thema des Verhaltensabbruchs, weil sehr viele Leute doch abbrechen das Verhalten. Und darüber muss einfach auch mal gesprochen werden, weil sehr viele Hunde aufgrund von falschem Abbruch ja nach vorne knallen oder einfach allgemein sehr negativ eingestellt sind, sehr, sehr, sehr ja, unruhig schon werden, wenn ein anderer Hund, weil wie gesagt in der Vergangenheit falsch abgebrochen wird. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit der Frage. Beziehungsweise mit der Nichtfrage, was kann ich dagegen tun, sondern eher die Frage, warum tut er es? Es ist immer die Fragen aller Fragen, die wir uns eigentlich immer stellen sollten. Ist egal, welche in Anführungszeichen Probleme unsere Hunde haben. Nicht, was kann ich dagegen tun, weil mich mein Hund anspringt? Oder was kann ich dagegen tun, wenn mein Hund jault oder an der Leine zieht? Oder was kann ich dagegen tun, wenn er ja, eine Hundebegegnung entweder hibbelig ist oder nach vorne knallt, sondern warum tut er es? Weil erst wenn ich diese Frage kenne, wenn ich das Warum kenne, dann kann ich auch eine Lösung suchen. Oder, und das ist natürlich sehr schwierig für die Menschen, auch lernen, das Verhalten zu akzeptieren, weil nicht immer kann und muss ich ein Verhalten ändern. Und deswegen kommen wir jetzt erstmal auch auf die Rasse. Wir haben bei den Rassen, wenn wir über Rassen reden, ein Drittel genetisch bedingt. Wenn ich mir natürlich einen Terrier hole, dann weiß ich in der Regel, dass es ein bisschen ein hibbeligeres Hündchen ist, dass es ein Hündchen ist, das oftmals mit Artgenossen ein Problem hat. Das weiß man. Oder wenn ich einen Labrador habe oder einen Retriever mir kaufe, dann weiß ich eigentlich, das Wort eigentlich, dass es ein hundegeiler Hund ist. Also ein Drittel ist genetisch bedingt. Zwei Drittel ist dann die Sozialisation, die Erfahrung, ganz wichtig, die Erfahrung, die der Hund gemacht hat. Hat jetzt natürlich mein Labrador, der ja, wie gesagt, eigentlich ein ja, hundefreundlicher Hund ist, schlechte Erfahrungen gemacht, dann kann es natürlich sehr wohl sein, dass dieser Labrador auch an der Leine aggressiv nach vorne knallt und vielleicht in die Selbstverteidigung reingeht, wenn ich das als Besitzer nicht manage. Habe ich auch schon sehr häufig bei Labradoren gesehen. Die Umwelt, Individualcharakter, also das bedeutet, es ist immer auch so ein bisschen multifaktoriell. Das heißt, ich habe da auch einen Einfluss, die Umwelt hat einen Einfluss, wenn ich natürlich weiß, wo der Hund herkommt. Wenn ich natürlich nicht weiß, wo der Hund herkommt, weil ich einen Hund aus dem Ausland habe, dann habe ich vielleicht nicht so viel Einfluss auf die zwei Drittel gehabt, wenn ich vielleicht schon einen erwachsenen Hund habe. Aber auch das macht nichts. Also gerade in dem Fall von meiner Herdenschutzhündin, das ist eine Hündin, die ich auch aus dem Tierschutz übernommen habe, weil sie schwer gebissen hat und bei mir macht sie gar nichts. Also es war einfach ein Hund, der in der Dreizimmerwohnung in Nürnberg gehalten wurde. Sie durfte ihren genetisch veranlagten Fähigkeiten, nämlich das Bellen und das Wachen, nicht nachgehen. Und anscheinend war die dadurch so gestresst und so gefrustet und so, ja, keine Ahnung, ein Ventil war es dann einfach, dass sie tatsächlich nach vorne gegangen ist und geknallt hat. Na, und wie gesagt, bei mir darf sie einfach ihre
ihre herdenschutztypischen Eigenschaften auch ausleben. Ich habe ein großes Grundstück, ich habe Tiere. Sie darf da auch mal irgendwo mal nur rumliegen und beobachten und wir haben keine Probleme miteinander. Also, wie gesagt, nur weil ein Hund irgendein Problem zeigt, muss es ja nicht sein, dass es bei mir zeigt. Kann eben auch die Erfahrung mit dem eigenen Besitzer sein, weshalb mein Hund ein Problem zeigt. Und das habe ich ganz, 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 ganz häufig an der Leine. Also wenn ich Hunde übernehme, das sieht man dann, wir haben jetzt drei Teile, also wir haben ja heute den Teil, dann haben wir Donnerstag und Freitag noch zwei Teile, weil dieses riesen kompakte Thema musste ich auch irgendwie ein bisschen aufteilen. Und da habe ich wirklich Videos drin, wenn ich den Hund übernehme, also vorher mit den Besitzern, dann übernehme ich, dann sieht man sofort, wie sich die Hunde ändern, dann übergebe ich diese Hunde und zack, schon sind sie wieder im Verhalten drin. Also das meine ich einfach mit dieser Erfahrung mit dem eigenen Besitzer auch. Wie gesagt, es gibt Rassen, die einfach hundenarrisch sind. Dazu gehören in der Regel, muss man sagen, in der Regel die Retriever, in der Regel die Beagle. Ich habe auch schon mal in 15 Jahren Hundeschulen einen sehr aggressiven Beagle gehabt. Ein Beagle, der alles geknallt hat. Deswegen halt immer in der Regel. In der Regel sind Möpse wirklich hundenarrisch, Boxer, die ganzen Doodles. Und da ist natürlich diese große Frage. Und da bin ich dann auch manchmal immer so zu den Besitzern, wenn das Problem in der Hundebegegnung jetzt kein aggressives Verhalten ist, sondern eher ja dieses, mein Hund will hin, mein Hund, der quietscht an der Leine, mein Hund möchte spielen, mein Hund, ja, schreit vielleicht, weil er jetzt nicht spielen darf. Und die Leute wollen da wieder was dran ändern, die wollen, dass der Hund aufhört. Und wie gesagt, ich bin da halt in sehr vielen Sachen einfach kritisch, weil ich sage, warum kauft man sich denn einen Menschen, also auch gerade die Retriever, einen menschen- und hundefreundlichen Hund, wenn man dann die im extra angezüchteten Verhaltensweise abtrainieren möchte, will oder muss. Also wenn ich jetzt einen Hund haben möchte, der irgendwo auch bellt, der ja, nicht sehr menschenfreundlich ist, dann muss ich mir halt so einen Hund holen. Und wenn ich das nicht möchte, dass mein Hund beim Spaziergang alles anhüpft und alles anspringt, dann sollte ich in der Vergangenheit einfach auch sein Verhalten oder beziehungsweise seine Genetik nicht damit noch fördern, indem ich viel Hundekontakt mit diesen Hunden suche, indem ich sie viel spielen lasse mit anderen Hunden, sondern indem ich diesen Hunden viel eher auch mal beibringe, auf faire Art und Weise, da hinten kommt ein Hund, du bleibst jetzt einfach mal hier sitzen, wir warten und ja, mal darfst du vielleicht laufen und mal darfst du nicht laufen. Und ich habe sehr, sehr viele Labradore bei mir im Unterricht und man sieht sofort diese Labradore oder auch die Möpse oder die Boxer, die halt viel spielen dürfen. Und wir haben aber wiederum die anderen Labradore, die natürlich genauso hunde- und menschenfreundlich sind, aber wo der Besitzer von Anfang an gemanagt hat, ich sage ja fair gemanagt hat, nicht irgendwie Abbruch und Leinendruck und weiß ich nicht, sondern einfach dem Hund beigebracht hat, dem Hund gelernt hat, da hinten kommt einer, wir bleiben jetzt stehen. Wenn du umeinander hüpfst, wenn du umeinander springst, wenn du umeinander jaulst, du kommst mit dem Verhalten nicht weiter. Es wird jetzt einfach nicht gespielt und basta. Und wir bleiben hier stehen und alles ist cool. Bleib jetzt einfach ruhig. Und ich habe, wie gesagt, ganz, ganz tolle hundenarrische Rassen, die total ausdauernd sind, die auch warten. Gerade bei diesem Wetter ist es ja auch immer das Problem. Manchmal dürfen sie am Ende der Stunde laufen miteinander, manchmal dürfen sie aber auch nicht laufen miteinander. Ja, aber dann ist es halt eben einfach so. Wie gesagt, weil von vornherein gemanagt wurde, aber ich habe es nicht ja quasi noch verschlimmert und noch den Hund noch hundegeiler gemacht und dann komme ich mit Abbruch und mit Diskschelle und Wasserflasche und weiß Gott was. Das ist halt immer so unfair. Dann gibt es Rassen, die eher hundeneutral sind. Das sind viele Jagdhunderassen, wie kleiner Münsterländer. Wobei, wie gesagt, auch da natürlich auch Individuen gibt, die total hundenarrisch sind. Und da gibt es natürlich auch Individuen, die
ja nicht so hundenett sind, aber in der Regel ist zum Beispiel ein kleiner Münsterländer oder die Cocker Spaniel, die Cavalier King Charles Spaniel, der Pudel, der Podenco, hundeneutrale Hunde, auch der Samoyede, finde ich, gehört dazu. Wie gesagt, immer natürlich Individualcharakter. Und dann gibt es natürlich Hunde, ja, die sind weniger verträglich, vor allem nur gleichgeschlechtlich. Und das sind die typischen Wachhunde, das sind die Herdenschutzhunde, also HSH heißt Herdenschutzhund. Das sind die typischen Bauernhofhunde, die Spitze, die Berner Sennen, Hoverwarte. Das sind viele Auslandshunde, oft die Wachspitze aus Rumänien, Kroatien, also weniger jetzt irgendwie Griechenland oder sowas. Aber wenn ich jetzt eben Rumänien gehe, Kroatien, Bulgarien, wo diese Hunde ja bewusst zum Bellen und zum Wachen gezüchtet wurden und ich hole mir so einen Hund, ja, dann bellen sie halt einfach auch. Und dann haben viele, auch wenn sie nicht wirklich Herdenschutzhunde sind, aber eben Herdenschutzhund Verhalten, auch unter anderem mit der Territorialität. Alex schreibt gerade, ich habe einen Akita-Spitz-Schäfermischling aus dem Ausland. Oh ja, wird von allem eins drin. Ja, das ist halt manchmal immer dieses Problem, weil sich diese Hunde ja auch manchmal so ein bisschen selber im Weg stehen. Wenn ich dann ja auch so Labrador Australian Shepherd Mischlinge habe, habe ich natürlich einen Hund, der einen ja, von der Nase einfach ins Jagen geht, also einen Nasenjäger, und der Australian Shepherd, der eher über die Augen jagen geht, also die Sichtjäger, und die dann miteinander vereint, dann habe ich einen Hund, der halt beides oftmals zeigen kann, Nase und Sichtjäger. Also ich bin dann immer so froh, dass ich nur Sichtjäger habe. Aber wenn ich dann sowas vereint habe in Nase und in Sichtjäger, das macht natürlich die Sache auch so ein bisschen dann schwieriger zu managen. Aber was unbedingt auch bei diesen Wachhunden dabei sein und immer wieder erwähnt werden muss, das ist der Australian Shepherd, die ja eher in dieser Kategorie immer Hütehund untergebracht werden. Aber der Aussie ist natürlich nicht dieser typische Hütehund oder Herdengebrauchshund. Der ist ursprünglich ganz viel zum Bewachen der Pferde, der Sättel und der Ställe eingesetzt worden. Und deswegen haben wir natürlich sehr, sehr viele Aussies, die auch vorne stehen, die ihre Menschen verteidigen, die auch zu Hause bellen, die auch am Gartenzaun bellen und ja, die einfach Wacheigenschaften haben. Der Dobermann. Dobermänner sind auch nicht ohne. Aber auch da, der Dobermann ist natürlich dafür auch gezüchtet worden. Und was bei Wachhunden einfach auch drin ist, und das muss man auch immer wieder sagen, auch wenn er unter der Kategorie Laufhund beim FCI geführt wird, der Rhodesian Ridgeback, wird ja auch oft, ja, der Löwenjäger, und das waren Hunde, die zur Jagd mitgenommen wurden. Jein, natürlich, aber auch ganz viel die, ja, die Bauernhöfe und die Höfe von den Leuten da unten bewacht haben. Deswegen, wie gesagt, haben wir natürlich sehr viel Territorialität beim Rhodesian Ridgeback drin, sehr viel auch Rüden, gerade die Rüden, die gleichgeschlechtlich nicht sehr nett untereinander sind. Und deswegen, wie gesagt, stehen sie auch in dieser Liste. Sind eben sehr häufig, also die oben genannten, territorial veranlagt. Und viele von ihnen haben auch diese angeborene Xenophobie, also die angeborene Angst vor Fremden. Und das ist eben auch diese Motivation, weshalb die Hunde bellen. Weil sie eben diese angeborene Angst vor Fremden haben. Weil warum würde ich denn bellen? Wenn ich jetzt ein Labrador bin und da kommt jemand, freue ich mich. Und um zu bellen, muss ich ja einen Auslöser haben, eine Motivation haben. Und wenn ich dann natürlich sage, oh, ich weiß nicht, wie der jetzt da gerade reinkommt, ja, mir jetzt, ob er mich jetzt mag oder wie er jetzt mir wohlgesonnen ist, dann bell ich und stelle ich mich dann halt auch vor dem Zaun hin und dann lasse ich dem unter Umständen nicht rein. Dann müssen wir, wie gesagt, die Hunde ganz, 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 ja, kategorisieren oder ganz wichtig kategorisieren in A- und B-Typen. Also ich sage immer, A sind so ein bisschen die Arschis.
Das darf ich auch sagen, weil ich als Mensch auch ein A-Typ bin. Und dann gibt es diese B-Typen, und da sage ich einfach, dass man sich so ein bisschen besser merken kann. Das sind die Bescheidenen. Also A, okay, wo du ganz loser sagt er eher die aktiven Leute, also die aktiven Typen. Ich sage auch manchmal wirklich diese Arschi-Typen. Und dann eben B, die Bescheidenen. Also die A-Typen sind wirklich diese, die aktiv vorwärts gerichtete Reaktion haben, die wagemutig sind, die aufgeschlossen sind, neugierig, aber leider auch risikobereit. Wir A-Typen haben meistens eine optimistische Lebenseinstellung. So erst einmal handeln und dann denken wir darüber. Also da tue ich mir manchmal auch ein bisschen schwer, weil ich sage halt einfach irgendwas und dann denke ich darüber nach. Oh. Wie ist es vielleicht jetzt da angekommen? Also klar, sowas kann man natürlich lernen. Also früher, als ich angefangen habe mit der Hundeschule, da war ich schon anders. Da habe ich wirklich auch mal mich ja, mit Leuten mal auseinandergesetzt. Wie gesagt, man kann es dann schon lernen, dass man mal so einmal tief durchatmen. Aber generell bin ich schon so ein Mensch, ich handle erst und dann denke ich darüber nach. Oft Probleme haben die A-Typen mit Frustrationsbewältigung. Sie sind schnell überfordert, sie sind schnell gestresst, auch öfter mal wegen dieser optimistischen Lebenseinstellung, weil ja, dann hat man vielleicht jetzt gerade auch als Mensch Schulden gemacht oder als Hund ist man jetzt mal zu diesem anderen Hund hingelaufen und ja, jetzt stehe ich vor dem, gibt vielleicht auch eine auf dem Deckel und ja, dann sind wir natürlich auch immer schnell dann auch überfordert und gestresst. Oder wenn ich dann auch mal etwas nicht bekomme, weil ich als A-Typ eben so bin, ja, mei, und das wird schon gut gehen und mein Besitzer sagt, das wird vielleicht nicht so gut gehen, wenn du jetzt als Schäferhund von 5 Meter in die Tiefe springst und der Schäfer sagt, aber doch, das wird gut gehen, wenn ich da aber mein Bällchen hole. Und ja, dann kollidieren natürlich diese zwei Sachen, nämlich Besitzer sagt nein, Hund sagt ja, und dann sind solche Hunde auch wahnsinnig schnell überfordert und gestresst. Und bei Unterforderung werden sie häufig selbst aktiv, zerstören, gehen auch sehr häufig in die Stereotypie oder Verhaltensauffälligkeiten rein. Typische Hunde sind die Schäferhunde, die Malinois, Terrier. Wobei bei den Terriern, finde ich, muss man immer so ein bisschen unterscheiden zwischen Terrier, die halt so richtig knackig noch sind, wie die Jagdterrier oder wie die Parson Russell. Und Yorkshire Terrier finde ich in der Regel, ja, die sind ja nicht mehr so wirklich Terrier. Also ich habe einen Yorkshire Terrier, die ist aber natürlich halt nicht mehr so richtig knackig. Ne? Also das muss man schon sagen, die könnte man jetzt auch nicht zur Jagd einsetzen. Pinscher und Dobermänner gehören zu den A-Typen Hütehunde, die an Schafen oder Kleintieren arbeiten, die Border Collie. Und Christine fragt jetzt gerade, fällt der Appenzeller auch eher zu den B-Typen oder zu den A-Typen? Manchmal haben wir tatsächlich Rassen, da müssen wir eher auch Rüde und Hündin unterscheiden. Zum Beispiel beim Rhodesian Ridgeback habe ich ganz, ganz, ganz viele Rhodesian Ridgeback Rüden, die A-Typen tatsächlich sind. Und die Rhodesian Ridgeback Hündinnen habe ich eher als B-Typen. Genauso wie beim Rottweiler. Die Rüden sind in der Regel eher die A-Typen und die Hündinnen sind eher die so ein bisschen in diese B-Typen. Und da muss ich sagen, habe ich unterschiedlich beim Appenzeller. Ich finde den Appenzeller im Moment sehr schwierig einzustellen, also einzugliedern irgendwo. Ich habe im Moment sehr schlanke Appenzeller, sehr hochbeinige Appenzeller. Wie gesagt, eigentlich Appenzeller, die gar nicht so nach Appenzeller ausschauen. Also für mich gehört halt einfach ein Appenzeller, muss ein bisschen schwerer sein. Er muss auch, ja, schon so einen Kopf einfach auch drauf haben. Und ich habe, wie gesagt, sehr hohe und große oder aber auch irgendwie Mini-Appenzeller und sehr schlanke gerade im Moment. Und die brechen mir
völlig auseinander. Na, also die sind eher auch so in Richtung B-Typ, die zwar dann mal auch nach vorne knallen, aber eher aus B-Typen, also schlecht gemanagt sind. Aber generell würde ich auch sagen, dass der Appenzeller eher so ein A-Typ ist. Aber auch da wieder, ja, ne, so eher die Appenzeller Rüden, A-Typen, wenn sie eben noch vom alten Bau sind, und eher die Hündinnen vom B-Typ, wenn sie eben vom alten Bau sind. Dalmatiner hat sich meines Erachtens auch so ein bisschen gewandelt. Ich hatte ganz am Anfang, als ich angefangen habe von der Hundeschule, nervenstarke Dalmatiner gehabt, richtig. Dalmatiner wenig Jagdtrieb, wenig Aggression. Im Moment habe ich sehr viele aggressive Dalmatiner, sehr nervöse Dalmatiner und sehr viele Dalmatiner mit Jagdtrieb und eher so A-Typ-mäßig halt einfach noch. Generell die alten Dalmatiner, also alten in Anführungszeichen, die Dalmatiner vom alten Schlag, waren da doch eher auch mal die B-Typen. Die mussten ja auch so ein bisschen aufpassen, weil es waren ja auch Kutschbegleithunde. Die mussten ja dann natürlich auch ein bisschen aufpassen, wo sie an der Kutsche laufen. Die durften da nicht so wagemütig sein. Also ich finde eher die, sage ja, die vom alten Schlag eher B-Typen, die vom jetzigen Schlag viele A-Typen. Ganz, ganz, ganz viele A-Typen. Und dann eben die B-Typen, die sind einfach diese Hunde, die neue Situationen eher abwartend betrachten, beobachten, sind so ein bisschen zurückhaltend, schauen sich erst einmal alles aus der Ferne an, erstarren dann auch öfter. Angeborene Skepsis, diese pessimistische Grundeinstellung, ja, es ist eh alles schlecht. Dadurch sind sie, in Anführungszeichen, eigentlich frusttolerant, aber wenn ich ja sage, ja, mein, muss ich auf der Decke liegen und ich darf jetzt nicht hin, ja, dann wird es halt dann wohl so sein. Wie gesagt, eigentlich vom Grundcharakter wären sie so, was dann natürlich wieder der Mensch und seine Erfahrung gemacht hat, ist dann wieder die andere Sache. Ich kann jetzt natürlich aber nicht sagen, dass der A-Typ immer der Raufer ist und der B-Typ nicht. Also, ihr könnt auch eure Hunde ganz schnell einschätzen, wenn ihr eine Unbekannte, und darum geht es, unbekannte Situation mal schafft. Also auch ein B-Typ kann sehr wohl an den Zaun knallen, ein B-Typ kann sehr wohl in der Leine hängen, ein B-Typ kann sehr wohl beißen. Also das kann man jetzt nicht sagen, A-Typ ist das und B-Typ ist das. Aber ihr könnt mal selber so überlegen, wie wäre das, wenn ihr jetzt durch den Wald gehen würdet und ihr geht immer die gleiche Strecke im Wald und auf einmal kommt zum Beispiel aus dem Wald irgendwo ein Pilzsammler. Oder ihr geht durch den Wald und auf einmal, ja, habt ihr, es ist mir tatsächlich passiert, dass also ich habe einen Malinois, der eher ein B-Typ tatsächlich. Weil in neuen Situationen bleibt sie stehen, geht auch rückwärts, schaut sich die Sache erst an. Bei bekannten Situationen ist der typische Mali, ne, erstmal rein damit und Hi gibbeln und Speed geben. In neuen Situationen ist tatsächlich aber meine Fee eher die, die stehen bleibt und sich das tatsächlich anschaut. Und so war es eben bei uns. Wir sind durch den Wald gegangen, dann ist ein Baum, oh Gott, umgestürzt gewesen. Ja, und ich habe das aber gar nicht so mitbekommen. Und auf einmal bleibt mein Hund stehen und bleibt stehen und wird steif. Und ich denke, was hat sie denn jetzt? Möchte weitergehen, sie geht nicht weiter, sie macht einen Bogen. Ich denke mir, was hat sie denn jetzt? Spinnt sie jetzt? Und dann habe ich diesen Baum gesehen. Mein Gott, ein Baum umgefallen. Na, und wie würde euer Hund jetzt eben da reagieren? Oder ihr geht durch den Wald und auf einmal steht da, weiß ich nicht, ein Auto oder eine Mülltonne oder irgendwas wurde da hingeschmissen. Wie reagiert jetzt da euer Hund? Ist der Hund jetzt da einfach so, wow, da ist was Neues, zack, hin, untersuchen und ja, ne, so aktiv eben nach vorne, dann ist es eher der A-Typ. Oder ist es der, der sagt, boah, da hinten kommt ein Mensch, jung, und ich bin weg. Das ist dann genauso der aktive Typ. Der aktive Typ, der dann auch mal schnell, jung, ne, abhaut nach hinten. Also ich sage ja, auch ohne nachzudenken. Und der B-Typ wird dann halt erstmal eben stehen bleiben, beobachten, abwarten, ein bisschen so aus der Ferne. Und dann, und das ist ganz wichtig, kann genauso der B-Typ hingehen und beißen. Und kann genauso gut der B-Typ weglaufen und genau, Flucht ergreifen. Außer natürlich ist es jetzt Silvester,
Und das ist jetzt, wie gesagt, eine ganz andere Motivation, weshalb sich Hunde dann erschrecken und abhauen. Aber wenn sie die Möglichkeit haben, diese Sache halt einfach mal anzuschauen, dann könnte man so A- und B-Typ eben auseinanderhalten. Und da müsst ihr euch dann überlegen, wie war es denn vielleicht in der Vergangenheit, wenn euer Hund neue Sachen kennengelernt hat? War er da eher der Zurückhaltende? War er da eher, der sagt, ach, okay, komm, ich gehe gleich über den Steg in das Boot und da wackelt es, ist mir wurscht? Oder ist der Hund eher so, da wackelt es, ich weiß auch nicht. Wie gesagt, könnt ihr dann für eure Hunde selber mal gucken, ob sie A- oder B-Typen sind. Wie gesagt, Karo, Labradoodle kommt drauf an. Wenn viel Labrador drin ist, oft die Labradore natürlich auch eher die Entschuldigung, die A-Typen. Der Pudel oftmals eher der B-Typ. Da kommt wieder ein bisschen drauf an, was denn, ja, was denn halt jetzt wieder durchschlägt. Die B-Typen eben die eher ruhigen, abwartenden, skeptischen Hunde, wie die Herdenschutzhunde aus dem Westen, zum Beispiel Kuwatsch, Pyrenäen-Berghund, viele Molosser, kommt wie gesagt auch wieder drauf an. Der Boxer ist ja eigentlich auch ein Molosser, würde ich aber eher auf den A-Typ auch gehen. Hütehunde, die am Großtier, zum Beispiel an einzelnen Bullen arbeiten mussten, die sind auch eher vom B-Typ, weil sie mussten ja klar allgemein strategischer und vorsichtiger sein. Sie mussten natürlich hingehen und sie mussten natürlich dieses Tier treiben, aber strategischer. Wenn ich mich jetzt mal an ein Schaf, ja, ein bisschen verschätze, ja, dann habe ich vielleicht schon mal ein Schaf, das mich rammt. Aber generell ist es natürlich was ganz was anderes, wenn mich jetzt ein Schaf rammt, als wenn mir jetzt irgendwie so ein Bulle, entweder der mich aufspießt oder mit dem Huf eine mitgibt und ich fliege 10 Meter und habe mir sämtliche Rippen gebrochen. Und ich sage ja, Rhodesien-Ritzbeck-Hündinnen, in der Regel B-Typen, auch in der Regel die Rottweiler-Hündinnen. Und in der gleichen Rasse mit unterschiedlichen Farbschlägen sind auch die helleren in der Regel, also immer alles in der Regel eher die B-Typen. Also wenn wir jetzt über Hoverwarte zum Beispiel reden, habe ich jetzt die Hoverwarte, die schwarz sind, eher die A-Typen und die Hoverwarte, die blond sind, eher doch diese B-Typen. Aber auch hier stellt sich allgemein bei dieser ganzen Rassegeschichte die Frage, warum entscheidet man sich eben für den oder den oder den Hund, wenn man dann an seiner Genetik schrauben möchte? Warum hole ich mir einen Herdenschutzhund in Nürnberg, wenn der da nicht bellen darf? Wenn der ja auch gar nicht sich ausleben darf? Und das ist halt immer diese große Problematik, weil die meisten Hunde schön ausschauen, weil viele Leute natürlich halt auch sagen, wenn sie eine bestimmte Rasse haben, ja, meine Rasse, die ist toll und nein. Und ja, weil eben viele Leute dann nicht sagen, ja, aber mein Hund hat ein riesengroßes Jagdtrieb und mein Hund, der ist jetzt eigentlich mit anderen Hunden nicht so verträglich, sondern viele Hunde werden ja auch als Prestige gekauft. Viele Hunde werden dann auch zur Schau gestellt und da kann man dann natürlich nicht sagen, welche Probleme man hat mit diesen Hunden. Und deswegen kaufen sich dann natürlich andere Leute dann auch solche Hunde, weil ihnen gesagt wurden, dass sie total unproblematisch sind. Was heißt das Witzigste? Ich dachte ja, ist eigentlich nicht witzig, aber war über den Appenzeller. Es kamen tatsächlich mal 2 Leute ungefähr zum gleichen Zeitraum. Und dann habe ich frage ja immer, warum man sich eine bestimmte Rasse kauft. Und dann kam von beiden Leuten mit den Appenzeller, ja, der Züchter hätte gesagt, der Appenzeller wäre der einzige Hund, den man nicht erziehen muss. Aha, okay, gut. Ja, und dann habe ich gesagt, gebe ich euch den Tipp, erzieht ihn trotzdem, weil der Appenzeller sehr wohl ein Hund ist, den man erziehen muss. Wenn der sich nämlich selber erzieht, ja, dann Heike Bin, ne? Als doch eher auch Wachhund. Und selbstständig handelnder Hund. Genau. Aber das war auch mal so eine Sache, weshalb sich Leute Hunde kaufen. Und übrigens ein ganz, ganz großer Grund, weshalb sich Leute irgendwelche Hunde kaufen, ist tatsächlich, weil sie bei, wo ist denn das, bei Fressnapf oder bei Peter Grippal oder sowas, diese Umfrage, welcher Hund passt zu ihnen, gemacht haben. Und dann kommt sehr häufig auch der Border Collie raus. Und deswegen kaufen sich dann die Leute einen Border Collie unter anderem. Schwierig immer. Genau. Dann als A-Typ.
Zähne zusammenbeißen. Das ist dann schon immer ein bisschen schwierig. Dann, wie gesagt, die Hormone finde ich ganz wichtig. Natürlich sollte man jetzt nicht sagen, ach, ich habe jetzt einen Pöbler und der hat bestimmt dann den und den Hormon und deswegen darf er es nicht machen. Nein, also nur weil ich jetzt ein A-Typ bin und nur weil ich vielleicht jetzt als Rüde Testosteron gesteuert bin, brauche ich jetzt natürlich meine Mitrüden, die in der Welt umeinander laufen, nicht gleich auffressen. Also ich kann mich natürlich sehr wohl benehmen und ich kann auch lernen, mich zu benehmen. Aber wie gesagt, es ist immer wichtig, dass ihr einfach auch mal diese Motivation kennenlernt, weshalb eben Hunde etwas tun. Da gehören eben diese Hormone dazu. Und das ist natürlich ein wahnsinnig kleiner Ausschnitt aller Hormone und deren Wirkungen auf den Körper sowie das Verhalten. Ich habe jetzt wirklich nur die Sachen aufgeschrieben, die für dieses Thema relevant sind. Also in meinem Hundetrainer-Skript, glaube ich, sind die Hormone mittlerweile 15 Seiten lang, weil, wie gesagt, jedes Hormon ja dann auch noch Abweichungen hat und für dies und für dies und für dieses zuständig ist. Und wenn dieses Hormon zu wenig ist, dann löst es dieses Hormon aus. Aber wie gesagt, für uns ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Also nicht, wenn jetzt die Hundetrainer unter uns sind, dass sie sagen, sie sagt ja viel über Hormone und ja, was soll denn das? Also ich weiß, dass Hormone auch andere Wirkungen haben, aber es ist, wie gesagt, für dieses Thema da nicht so relevant gewesen. Dann allgemein die Stresshormone, weil wir ja auch viel Stress haben, wenn wir in die Hundebegegnung reinkommen, haben wir erstmal dieses aktive Stresssystem, Adrenalin und Noradrenalin, also Adrenalin als Fluchthormon und das Noradrenalin als Kampfhormon. Und wir haben dieses passive Stresssystem, was sich eben auch aus dem Körper auswirkt, Energiebereitstellung, unser Cortisol. Und gerade über dieses Cortisol, das habe ich heute jetzt mal rausgelassen, aber über dieses Cortisol reden wir auch am Donnerstag sehr viel. Genauso auch hier ein kleiner Zusammenhalt für dieses Noradrenalin, aber auch in Teil 2 oder beziehungsweise am Donnerstag sprechen wir noch viel, viel mehr über dieses Noradrenalin, nämlich, ja, wie kann man das denn auch machen, dass das mal ein bisschen weniger wird? Dann fange ich jetzt aber an mit den Stresshormonen bei den B-Typen. Die sind tatsächlich eher übers, oh, bestimmt auch nicht, Cortisol, muss ein L hin, getrieben, also in der Regel sage ich, und das Adrenalin und das Noradrenalin, also Flucht- und das Kampfhormon, sind im Normbereich. Und das Problem ist bei diesen B-Typen, dass wenn sie sehr, sehr, sehr häufig in eine Stresssituation reinkommen, A, dieses Cortisol immer schneller in den Körper reinkommt und aber dieses Cortisol auch lange zum Abbau braucht. Also das heißt, wenn ich einen Hund habe, der vielleicht gestresst von irgendwelchen Situationen zu Hause sind, die dann gestresst sind vom Training und die dann noch gestresst sind beim Spaziergang mit der Hundebegegnung oder weil sie vielleicht auch ängstlich sind oder sowas, dann kommen die auch oftmals gar nicht aus ihren Hormonen Cortisol da raus. Also wie gesagt, teilweise ja Tage und Wochen braucht, bis das wieder draußen ist. Und dann wundert es uns natürlich, weshalb der Hund, wenn wir dann auch vielleicht mal 2, 3 Tage auf keine Hunde treffen, dann wieder auf den Hund treffen, zack, und der Hund schon wieder nach vorne schießt. Ein ganz tragisches Beispiel hatte ich mal gehabt, vor Jahren mit einer Aussiehündin. Die war recht lange bei mir im Unterricht, die war, glaube ich, ein Jahr oder sowas bei mir im Unterricht, war immer unauffällig. Diese Hündin war eine recht lässige Hündin. Und irgendwann um die Weihnachtszeit, beziehungsweise um Dezemberzeit, ist die nach vorne geknallt, hat sich einen Hund gepackt und hat ihn geschüttelt. Okay, ich bin da vielleicht auch immer manchmal zu cool in so Sachen. Wir haben dann die Hunde getrennt, es ist nichts passiert. Ich will dann auch nicht gleich mit ba, ba, ba und na und dein Hund und böse. So, ich habe mir die Hündin einfach nächste Woche angeschaut, Hündin wieder total gechillt, nichts in der Hundebegegnung, nichts im Hundefreilauf, gar nichts. Also, bin ich wieder völlig normal. Und denke ich mir, mein Gott, vielleicht hat sie an dem einen Tag
irgendwie Migräne gehabt, vielleicht hat sie Bauchschmerzen gehabt, man weiß es ja auch nicht, ne? Also vielleicht hat sie einfach nur einen schlechten Tag gehabt. Alles gut. So. Eine Woche später, Hündin kommt, wirkt schon wieder so nervös, knallt nach vorne, wird wieder zum Raufen angefangen. So, und dann habe ich natürlich die Besitzerin angesprochen und habe zur Besitzerin gesagt, liebe Besitzerin, was ist passiert? Also jetzt, ich kenne den Hund schon ungefähr ein Jahr, es ist nie was passiert und jetzt eigentlich doch, zweimal hintereinander hat die gerauft. Und dann da hat die Besitzerin, nee, da hat sich gar nichts geändert zu Hause und es ist völlig okay. Und dann hat aber die Besitzerin gesagt, doch, doch, zwei Sachen waren. Ich war, und dann hat sie gesagt, boah, Kacke, da hast du jetzt völlig recht. Ich war vor 14 Tagen am Donnerstag mit dem Hund am Christkindlmarkt. Und Sonntag war die bei mir im Training. Und sie sagt, und ich war jetzt am Donnerstag auch wieder auf dem Christkindlmarkt. Und heute ist Sonntag und der Hund hat geknallt. Also nur so viel dazu eben, wie lange es auch mal brauchen kann, bis sich der Stress vom Donnerstag, nämlich Christkindlmarkt, viele Leute, Unruhe, Enge, Laute, die Gerüche etc. Und hat sich tatsächlich aufs Training am Sonntag ausgewirkt. Sie war dann natürlich nicht mehr am Christkindlmarkt, weil ja auch dann irgendwann Dezember vorbei war. Sie ist dann auch nicht mehr gegangen und war die nächste Zeit, wo sie da war, völlig unauffällig. Also auch da mal dran denken. Anja fragt jetzt gerade, kann man ihren Abbau beeinflussen, eventuell Ernährung, mehr Bewegung oder ähnliches? Ja, du hast Gegenspieler tatsächlich zum Cortisol. Da gehört zum Beispiel das Dopamin dazu, da gehört das Serotonin dazu. Bewegung auf alle Fälle, aber wie gesagt, bei der Bewegung musst du halt wieder ein bisschen aufpassen, wenn du da mit deinem Hund joggen gehst und der in fünf blöde Situationen wieder reingeht, bringt es halt wieder nichts. Na, also ja, man kann ein bisschen gegensteuern. Wie gesagt, das besprechen wir dann auch am Donnerstag. Da haben wir, wie gesagt, auch das Cortisol dabei. Aber es gibt Gott sei Dank diesbezüglich auch andere Hormone, die man bewusst auch pushen kann und die eben so ein bisschen der Gegenspieler sind. Achtung, auch Angstaggression. Also wenn ihr jetzt wirklich einen Hund habt, der angstaggressiv ist, der in der Leine hängt, weil er einfach sagt, oh Gott, da kommt wieder einer, Mama, Papa managt das da hinten nicht, der oder die hat genauso Angst. Ja, und einer von uns beiden muss das ja jetzt hier machen. Also wenn es wirklich, wirklich ein angstaggressiver Hund ist, dann, wie gesagt, aufpassen mit Kastrieren, weil das kann tatsächlich das Verhalten verstärken. Da und da wieder auch die Frage von der Anja. Zum Beispiel unser Testosteron. Tatsächlich der Gegenspieler ist. Das bedeutet, wenn ich hier einen Angsthund habe und ich nehme ihm jetzt das Sexualhormon, kann es einfach sein, dass dieses Cortisol also ungedämpft quasi in den Körper geht und sich da mehr ausbreitet und verstärkt ausbreitet, als wenn ein bisschen so dieser Regulator drauf wäre. Dann unsere Stresshormone beim A-Typen. Da haben wir eben dieses Adrenalin, dieses Fluchthormon und dieses Noradrenalin, das Kampfhormon. Und wir haben bei unseren A-Typen das Dopamin, also als eine Selbstbelohnung und ein Glückshormon dann auch und unser Cortisol im Normalbereich. Und das ist sehr, sehr wichtig für unsere A-Typen, weil dieses Noradrenalin, also dieses Kampfhormon in leichten Belastungssituationen auch produziert wird. Und es ist ein Lernverstärker. Bereits gemachte Erfahrungen werden leichter im Gehirn abgespeichert. Das bedeutet, ihr habt einen Welpen, der ruft jemanden an und das Gegenüber weicht aus. Und jetzt ruft er wieder jemanden an und das Gegenüber weicht aus. Und dann ruft er nochmal einen an und das Gegenüber weicht aus. Dann sind diese Erfahrungen werden immer leichter und immer schneller im Gehirn abgespeichert. Das Noradrenalin, also das Kampfhormon, ist eine Reizschwellensenkung oder hat eine Reizschwellensenkung und es ist ein Suchtpotenzial. Also es macht süchtig, also kämpfen macht süchtig, flüchten eben nicht und die Sexualhormone steigen dabei dann auch noch an. Und deswegen Achtung bei der Laienaggression eines A-Typens. Nehmen wir mal an, wir haben irgendwie
Ja, einen kleinen Appenzeller, einen kleinen Dobermann, einen kleinen Pinscher, einen kleinen Malinois. Und mir kommt bei meinem kleinen Welpen jetzt ein kläffender Hund entgegen. Und wie es ja auch immer so ist, dass dieser Hund jetzt auf der linken Seite geführt ist, weil es heißt ja immer, die Hunde müssen auf der linken Seite geführt werden, wegen, weiß ich nicht. Also natürlich weiß ich, das kommt aus der Jagd. Aber trotzdem, wir sind alle keine Jäger mehr und dann frage ich mich halt nach wie vor, warum die Hunde nicht doch mal auf die rechte Seite oder hinter uns gehen sollen, sondern wie gesagt, in der Regel werden die Hunde immer auf die linken Seite geführt. Und jetzt habe ich da so einen kleinen Terrier oder eben einen kleinen Mali oder meinen kleinen Dobermann. Ja, und der Hund ist nett. Und der Hund möchte jetzt aber von der linken auf die rechte Seite gehen. Also dieser Hund möchte ausweichen. Und jetzt ist aber der Besitzer noch so ein bisschen von der alten Schule und sagt, nö, und zieht den Hund wieder auf die linken Seite. Also, das Adrenalin, meine Flucht kann nicht wirken. Und jetzt, was soll der kleine Terrier machen? Was soll mein kleiner Dobermann machen? Jetzt springt er mir vielleicht in die Leine, weil der Hund jetzt vielleicht schon öfter mal in diese Situation gekommen ist und, ne, und schnappt dann auch noch her und das gegenüber Mensch wie Hund reagiert. Vielleicht irgendwie mit Ausweichen oder so, ne, so, oh Gott, und so ein kleiner Hund, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und das kann sein, dass es für diesen Hund, ja, reicht, dass der jetzt dieses Noradrenalin, also dieses Kampfhormon, produziert. Und wir haben ja gerade gehört, dieses Noradrenalin wirkt als Lernverstärker. Und diese positive Problemlösung, nämlich wenn ich jemanden ankläffe, wenn ich mal darüber schnappe, dann weicht der andere auch aus, wird im Gehirn abgespeichert. Ja, und euer Lustbeißer ist geboren. Und da ist natürlich dann das große Problem, wenn ich wirklich einen Hund habe, der Bock hat, der wirklich motzen möchte, der einfach, ja, sage ich, Lust hat, in der Leine zu stehen und Lust hat, andere Leute zu erschrecken. Wenn ich dann mit dem Klicker dahinterher stehe, was soll ich denn diesem Hund noch bieten? Ja, also er hat sein Noradrenalin, haben wir ja gerade gehört. Noradrenalin ist einfach sehr chemisch auch mit dem Dopamin, mit dem Glückshormon verwandt. Ja, und beim Klickern wird aber auch Dopamin frei. Aber der Hund hat doch schon seinen Dopamineinschuss. Er hat doch schon seine Glückshormone, wenn er an der Leine pöbelt und der andere ausweicht. Also wirken deswegen bei Lustbeißern diese normalen Trainingsmethoden oftmals nicht. Was wirkt? Wie gesagt, es wird jetzt zu viel und da sind wir auch wieder so, dass ich da auch Videos habe, besprechen wir ausführlich wieder am Donnerstag. Aber jetzt zu unserem Dopamin dann auch, eben unsere Selbstbelohnungsdroge, unser Glückshormon. Sage ich ja, diese Suchtgefahr bei den Lustbeißern, chemische Nähe mit dem Noradrenalin. Und wir haben aber auch da wieder unser Problem. Herdenschutzhunde haben von Haus aus weniger Dopamin als Hütehunde. Also wenn jetzt hier meine Schäferhündin im Körbchen liegt und schläft, hat sie von Haus aus jetzt schon mehr Dopamin als meine Herdenschutzhündin, die jetzt auch im Körbchen liegt und schläft. Also meine Schäferhündin ist schon von Haus aus, ja, ich sage es jetzt mal blöde, glücklicher und dopaminlastiger als eben ein Herdenschutzhund. Und das Dopamin hat eben auch Einfluss auf unsere Psyche, hat auf der einen Seite großen Einfluss auf stereotypes Verhalten. Es macht halt eben glücklich, wenn ich mich im Kreis drehe und meinen Schwanz jage. Das macht mich eben glücklich, wenn ich Dauerbelle. Ist bei manchen Aggressionsformen beteiligt, zum Beispiel Schutzhunde. Aber was auch ganz wichtig ist, es hat so eine freudig vorausschauende Wirkung. Das bedeutet, wenn der Hund zum Beispiel sein Bällchen sieht oder der Besitzer geht jetzt spazieren und der trainiert immer auf der gleichen Wiese oder der spielt immer auf der gleichen Wiese Bällchen oder der Hund, viele Hunde wissen ja, okay, wenn ich dreimal rechts und siebenmal links und dann wieder zweimal rechts abbiege, dann komme ich zum Hundeplatz. Oder zum Agility-Platz, da ist es immer toll, da macht es mega Spaß. Und die Hunde bekommen dann im Auto schon so einen Dopamin-Kick. Und dann kann es sein, dass er rund um die Hundeschule einfach aggressiver wirkt und aggressiver sich verhält, als wenn ihr jetzt normal spazieren geht durch den Wald und der Hund eben nicht diese freudig vorausschauende Wirkung hat.
Außer eben, sage ich ja, man nähert sich seiner Wiese, wo halt immer trainiert wird oder wo Frisbee oder wo Bällchen gespielt wird. Da gehen wir jetzt hin und jetzt kommt mir ein Hund entgegen und jetzt knallt mein Hund nach vorne, weil er sagt, hau ab von meiner Wiese. Ich weiß, auf dieser Wiese ist gleich wieder Spaß, auf dieser Wiese ist gleich wieder Action und du schleichst dich jetzt. Und da haben wir ganz, ganz häufig halt eben auch diese Hunde, wo die Leute sagen, ja, ne, ich kann das nicht einschätzen. Der knallt mal nach vorne, dann gehen wir wieder an 10 Hunden vorbei. Dann schießt er wieder 2 entgegen und dann ist er wieder total neutral. Also daran, wenn ihr solche Hunde habt, die eben nicht immer nach vorne knallen an der Leine, auch mal an das Dopamin denken. Und Dopamin wird eben auch bei selbstständig Lösen eines Problems, also beim Klickern, Fährtentraining, Intelligenzspielzeug, ausgelöst. Und da halt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade im Training bin und ich klickere meinen Hund, kann es sein, also es muss ja nicht immer sein, wie gesagt, es ist ja auch immer noch das Individuum, kann es aber sein, wenn der Besitzer den Klicker in der Hand hat und es kommt ihm ein Hund entgegen, dass er heftiger reagiert, als wenn er jetzt einfach nur, sag jetzt mal, vielleicht am Brustgeschirr schnüffeln würde. Und die Wechselwirkung haben wir leider Gottes auch noch hier, nämlich erhöht sich mein Dopamin, erhöht sich automatisch mein Noradrenalin, also erhöht sich mein Glückshormon, erhöht sich automatisch mein Kampfhormon. Und umgekehrt erhöht sich mein Kampfhormon, erhöht sich automatisch mein Dopamin. Das Problem ist, dass Dopamin schlecht abgebaut wird auch und der Hund muss es lernen, es abzubauen. Da gibt es dann wieder einige Übungen. Da gehen wir aber tatsächlich auch wieder richtig, weil ich da einfach mehr Zeit habe, weil ich glaube, jetzt gerade heute bei dem Vortrag ungefähr 90 Seiten habe. Wenn ich jetzt natürlich noch mehr dazu getan hätte, wäre ich irgendwann mal bei 150 Seiten. Also reden könnte ich jetzt, aber dann sitzen wir bis um 12 Uhr da. Und ich glaube, einige müssen ja auch morgen arbeiten. Und deswegen eben diese vorausschauende Wirkung dieses Dopamins macht dann eben bei einem arbeitsgeilen Hund diese ja Unberechenbarkeit, die ich ja gerade schon gesagt habe. Dann haben wir aber noch unser Vasopressin, unser Eifersuchtshormon, unser Partnerschutzfunktionshormon. Wenn ich dann eine gute Bindung habe, dann habe ich halt einfach auch Hunde, die öfter mal eifersüchtig sind, habe ich keine gute Bindung und es ist natürlich auch dem Hund völlig egal, was ich denn da auch mache. Aber auch mal Eifersucht kann tatsächlich eine Rolle spielen, weshalb Hunde nach vorne knallen. Dann unser liebes Oxytocin, unser Kuschelhormon, unser Bindungshormon, was bei engem Körperkontakt ausgeschüttet wird, was bei Massagen, Streicheln, aber auch Blickkontakt oder Sozialspiel mit dem vertrauten Partner, mit dem vertrauten Besitzer, mit dem vertrauten Hund sind Körperbänder. Da zählt ja auch dieses Thundershirt darunter, dieses Gewitter-T-Shirt, das man den Hunden anziehen kann. Das wirkt dann auf verschiedenen Akupressurpunkten und löst, wenn natürlich der Hund Berührungen im Allgemeinen als angenehm empfindet, das Oxytocin aus. Und viele Hundebesitzer streicheln ja auch ihre Hunde, wenn sie gestresst sind, was dann aber auch wieder so ein Auslöser sein könnte. Ich sage ja, wenn der Hund allgemein Berührungen toll findet, dann auch den Hund zum Beispiel nach vorne knallen lässt. Ne? Und es kann einfach so als Verstärker dienen. Also vielleicht ist mein Hund von Haus aus immer nervös in einer Hundebegegnung. Wenn ich ihn aber dann streichle, ja, die Leute denken ja immer, sie streicheln den Hund, damit sie ihm was gut tun. Oft ist es aber eben so, dass die Besitzer ihre Hunde streicheln, um sich zu beruhigen, also damit der Besitzer quasi in diesem Stress, in dieser Stresssituation dieses Oxytocin ausschüttet. Also automatisch machen wir auch etwas, dass wir Oxytocin ausschütten, dass wir unser Stresshormon Cortisol ein bisschen ja, dämpfen. Und das kann aber für viele Hunde eben ins Negative rutschen. Und es kann dann halt eben auch sein, dass diese Hunde aufgrund dessen dann tatsächlich noch mehr nach vorne knallen und noch mehr sich aufführen, als wenn ich ihn nicht streiche. Da haben wir dann unser Schwesternhormon, auch dieses Vasopressin. Also das, was ich hier gesagt habe, unser Eifersuchtshormon. Und oft ist auch die Situation, die mir dann die Leute erzählen,
Ja, der Hund ist zum Beispiel in irgendeiner Interaktion mit dem Halter, der Besitzer streichelt jetzt vielleicht seinen Hund oder die trainieren jetzt miteinander, die schauen sich wirklich ganz verliebt an. Ein Dritter kommt hinzu und der Hund knallt. Also das kann jetzt, haben wir ja gerade schon gesagt, Dopamin gewesen sein, dass der Hund halt einfach im Glückshormon drin ist und sagt, boah, ich darf jetzt arbeiten. Es kann aber auch tatsächlich Oxytocin sein, wenn wir miteinander spielen und wir schauen uns an und wie gesagt, wir sind verliebt, mein Hund und ich, dann könnte auch das hier eben diese Oxytocin-Ausschüttung sein, die da mein Hund dazu bringt, dass er nach vorne knallt. Dann, das ist auch ganz wichtig, wenn wir uns zum Beispiel einen Welpen ins Haus holen oder wenn ich jetzt als Frau schwanger bin, nehme ich das Prolaktin, das sogenannte Elternhormon. Bei der Hündin ist es für das mütterliche Verhalten und für die Milchbildung zuständig und beim Rüden auch das männliche Brutpflegeverhalten, Bewachen, Erziehen, Futter beschaffen, vorausgesetzt, denn der Rüde ist noch bei der Hündin. Aber selbst wenn ich jetzt keinen Zuchtrüden habe, sondern einen ganz normalen Rüden zu Hause habe und ich setze den jetzt einen Welpen vor, kann er tatsächlich in dieses männliche Brutpflegeverhalten kommen. Und ja, das ist dann halt diese Erzählung auch. Ja, Jane, früher hat er nie Probleme in der Hundebegegnung gehabt, aber seitdem ich eben einen Welpen bzw. einen Junghund zu Hause habe, knallt er mir alles, knallt er mir vor allem aber auch tatsächlich Junghunde. Und wenn ich ja ein Kind habe, also wenn die ja, Besitzerin schwanger wird, haben wir sehr, sehr häufig Rüden, die schon die ersten 2 Monate oftmals, bevor es auch die Besitzerin weiß, dass sie schwanger ist, haben wir Rüden und Hündinnen, die wirklich nach vorne knallen und auf einmal plötzlich, obwohl sie nie irgendwie in der Leine gestanden sind, aggressives Verhalten gezeigt haben. Und je nachdem, wie wir dann halt einfach auch eine gute Beziehung zum Besitzer haben. Und eben, wenn es jetzt eine jüngere Besitzerin ist, jetzt natürlich nicht, wenn es jetzt eine Besitzerin ist, die 60 Jahre alt ist, aber wenn es jetzt eine jüngere Besitzerin ist, frage ich das sehr wohl schon nach, also wenn ich den Hund halt eben kenne und der war halt schon ein paar Mal da bei mir und ich konnte den Hund halt selber auch in der Hundebegegnung anschauen. Ich sage, nee, also der hat wirklich null Probleme eigentlich gehabt, ich verstehe das jetzt überhaupt nicht und frage dann schon mal nach, du kannst es vielleicht sagen, dass du schwanger bist und dann die Leute, wie, nee und nee, also wie kommst du denn darauf? Nee, also hundertprozentig nicht. Ja, und öfter mal kommen dann auch die Besitzer nach 2 Wochen und sagen, Diana, hast du recht gehabt, ich bin doch schwanger. Und dies geschieht eben aufgrund einer Kombination eben der oben genannten Brutpflege, aber auch der Infantizität, ach, ich kann das Wort immer nicht aussprechen, der Infantizität. Genau, also diese Angriffe auf rudelfremde Junghunde wegen der Konkurrenz. Das kennen wir ja auch. Dass zum Beispiel Löwen auch ja, rudelfremde oder beziehungsweise Kinder von anderen Vätern ja totbeißen, wenn sie dann sag jetzt mal, diese Herrschaft übernommen haben oder Alpha-Tiere jetzt sind. Und das haben wir aber bei unseren Hunden auch. Nicht bei jedem Hund und nicht bei jeder Rasse, aber es gibt immer mal wieder Hunde, da passiert. Und Vorsicht eben auch gerade bei kastrierten Rüden, die auch eine positive Beziehung zur Besitzerin haben, wenn diese plötzlich schwanger wird, weil da kann einfach diese Kombination wenig Testosteron durch die Kastration, viel Prolaktin wegen der Schwangerschaft, kann dann eben dieses Brutpflegeverhalten des Rüden auslösen. Also je mehr Testosteron, desto weniger wird er wahrscheinlich das Prolaktin ausschütten. Also heißt, so Macho-Rüden werden wahrscheinlich weniger an der Kindererziehung teilhaben als jetzt so ja, Waschlappen-Rüden. Und wie gesagt, Rüden, die ja einfach von Haus aus weniger Testosteron haben, aber auch die kastrierten Rüden reagieren da unter Umständen eher drauf. In diese Sache entweder Welpe ins Haus oder eben Kind ins Haus. Wenn der Welpe ins Haus kommt, hat man Glück. Ja, weil der Welpe natürlich eher erwachsen wird als ein Kind. Da dauert dieses Verhalten dann vielleicht auch nur ein halbes oder dreiviertel Jahr an.
Wenn ich jetzt ein Kind habe, kann sich das tatsächlich aber auch mal mehrere Jahre dann auch hinziehen. Ist dann immer ein Problem. Und das große Problem ist, wenn ich jetzt natürlich irgendwie einen Hund habe, der mir hormonell irgendwelche Probleme zeigt und ich kastriere den, bleiben diese Probleme. Also das Einzige, was tatsächlich ich steuern kann, wenn mein Rüde nach vorne knallt und zum Raufen anfängt, ist das Testosteron. Das kann ich tatsächlich wirklich mit einer Kastration beeinflussen, nämlich das Hormon des sozialen Aufstieges, das Hormon des sozialen Erfolges. Das steigt auch bei Erfolg und Gewinn an. Auch da wieder Gegenspieler vom Cortisol. Der Testosteroneinschuss lässt auch das Markierverhalten beginnen. Es ist angstlösend, es ist selbstbewusst steigernd. Und das ist das einzige Hormon, was tatsächlich ich durch eine Kastration beeinflussen kann. Alle anderen oben genannten nicht. Weshalb eben sehr viele Hunde kastriert werden. Aber wenn man eben nicht auf die Ursache für dieses Leinepöbeln Acht gibt, dann kann es eben auch sein, dass sich das Verhalten, ja, verschlimmere mit einer Kastration. Ramona, gar kein Thema, du kriegst ja die Aufzeichnung. Ramona verabschiedet sich, aber Ramona bekommt ja die Aufzeichnung. Also wie gesagt, deswegen ist mir das immer sehr wichtig, dass wir auch mal über Hormone, dass auch normale Hundebesitzer über Hormone Bescheid wissen, dass auch normale Hundebesitzer, sage ich ja, die Motivation ihrer Hunde kennen und sich dann vielleicht, wenn ihr jetzt einen Hund habt, der noch nicht kastriert ist und alle drängen euch jetzt dazu, lasst den Hund kastrieren, weil der so aggressiv ist und weil er so und oh und wie's. Nein, und es wird bestimmt Testosteron sein. Nein. Ihr müsst wirklich die Ursache finden und nur weil wir kastrieren, ich habe genauso viele Kastrate, die an der Leine nach vorne knallen, die in der Leine stehen, die raufen, die ängstlich sind, alles und ja, und wurden quasi kastriert und das hat nichts gebracht. Und die Leute sind dann halt einfach auch sehr enttäuscht, weil man macht sich ja auch Hoffnung. Dann kommen wir zu den Fehlern im Alltag, nämlich ja allgemein die Leinenführigkeit. Wenn die Leinenführigkeit von Haus aus ja noch nicht stimmt, wenn ich natürlich einen Hund habe, der an der Leine zieht, wenn kein Hund da ist, ja, wie will ich denn und wie soll ich denn und wie kann ich denn dann auch von ihm erwarten, dass er dann in der Hundebegegnung nicht zieht? Weil das ist natürlich immer dann diese Sache, wir erlauben es und wir tolerieren es, dass unsere Hunde vorne gehen, dass unsere Hunde, ja, schnüffeln, dass unsere Hunde von rechts nach links ziehen. Aber in der Hundebegegnung wird die Leine dann verkürzt. Es gibt einen Leinenruck, perfektes Fuß, hektische Kommandogabe und, und. Und so sieht dann oft eben aber auch der Alltag aus. Man geht mit seinem Hund spazieren, damit dieser Zeitung lesen kann. Er bestimmt am Halsband den Weg, er bestimmt das Tempo, die Richtung. Er zieht von rechts nach links, vor und zurück. Aber die eine Minute oder die dreimal eine Minute in der Hundebegegnung, da will auf einmal ich alles bestimmen. Also 57 Minuten vom Spaziergang bestimmt er das, bestimmt er den Weg, bestimmt er das Tempo, die Richtung. Wir bleiben stehen, wir gehen schneller. Und die dreimal eine Minute, wenn uns Hunde entgegenkommen, wollen wir aber die Kontrolle haben. Das geht natürlich auch nicht. Man toleriert, dass eben der Hund hektisch und teils auch hysterisch und aufgeregt das Haus verlässt, beziehungsweise aus dem Auto springt, ja, weil er sich doch so freut. Ja, aber auch da wieder, da unterstützen wir ja quasi diese Hektik. Da sind wir auch, dass wir das belohnen, indem der Hund schneller aus dem Auto, beziehungsweise schneller aus dem Haus gehen darf. Und wenn er aber dann so hektisch, ja, eine Hundebegegnung reingeht oder schon wieder vollgestopft vor diesen ganzen Hormonen ist, wie vielleicht das Noradrenalin oder unser Dopamin, weil er sich jetzt so reinsteigert, dass er jetzt raus darf und etc. Ja, dann brauche ich mich natürlich nicht wundern, dass so ein Hund eher knallt, als wenn ich jetzt einen gechillten Hund habe, der chillig aus dieser Haustür rausgeht. Und deswegen haben wir immer diese Unterscheidung, auch Halsband, Geschirr oder dünnes Halsband, dickes Halsband oder Geschirr vorne eingeschnallt und Geschirr hinten eingeschnallt. Da unterscheiden wir eben zwischen kurzer Leine am Halsband und Schleppleine, also natürlich statt am Geschirr oder das neben dem Besitzer gehen am Halsband oder wenn das Geschirr vorne eingeschnallt ist und
dass der Hund vor dem Besitzer auch gehen kann wegen Geschirr oder dass er hinten eingeschnallt ist. An der Leine, also beziehungsweise im Halsband, darf er kein Pipi machen, darf er nicht schnüffeln, da soll sich der Hund den Menschen anpassen. Und am Geschirr, da darf er auch Pipi machen, da schnüffeln erlaubt, da kann ich auch mal stehen bleiben. Aber dass der Hund wirklich einfach mal so eine Unterscheidung hat. Aha, da habe ich Arbeit und da habe ich Freizeit. Und wenn das der Hund natürlich weiß und wenn ich dann in eine Hundebegegnung reinkomme und ich schnalle meinen Hund jetzt um und ich signalisiere ihn damit, indem ich ihn jetzt ans Halsband nehme oder eben auf das dünnere Halsband umschnalle oder auf das Geschirr vorne umschnalle, wo ja der Hund sehr wohl merkt, wo das, wo, ja, also wo die Einwirkung herkommt, dann kann er halt einfach damit was anfangen. Dann weiß der Hund, aha, jetzt soll ich neben dem Besitzer gehen. Aha, jetzt soll ich aber ordentlich gehen. Ne, und wenn er mal ziehen darf und mal nicht und mal darf er vorne gehen und mal nicht, ja, dann fördern wir halt einfach wieder diese Aufregung. Dann sind wir auch oft unfair zu dem Hund und dann lernt der Hund eins, ja, immer wenn da vorne ein Hund kommt, ja, dann wird die Leine dann wird die Leine kurz, dann eben kommen die Kommandos. Dann ist es negativ und der Hund braucht zwei oder dreimal diese Erfahrung machen. Ja, und dann kann es sein, dass das einfach der Auslöser auch ist. Ich hatte mal eine Aushündin bei mir, die war lange bei mir. Die war, glaube ich, 3 Jahre bei mir. Die Frau hat 1,5 Jahre Folgendes gemacht in der Hundebegegnung, in der Joggerbegegnung, in der Radfahrerbegegnung. Sie ist gegangen. Sie hat ihren Hund, wenn irgendjemand ihr entgegengekommen ist, den Hund sitzen machen lassen. Hat sich so ein Stückchen vor dem Hund hingestellt, hat gewartet, bis das Gegenüber vorbeigegangen ist, ist weitergegangen. Sie hatte 1,5 Jahre kein Problem mit irgendwas. Und dann hat sie sich irgendwie auch gedacht, ja, cool, jetzt ist der Hund, weiß ich jetzt nicht, 1,5, kann auch 1,75 Jahre alt gewesen sein, keine Ahnung. So, jetzt ist er erwachsen, jetzt muss er Fuß vorbeigehen. Jetzt ist er halt einfach wirklich so, nicht mehr diesen Babykram mit stehen bleiben und Sitz machen, sondern jetzt ist er erwachsen, jetzt soll er vorbei. Und die hat es geschafft, ohne Scheiß, innerhalb von 14 Tagen ihren Hund dermaßen aggressiv zu machen, weil eben genau das passiert ist, auch sie. Und wie gesagt, da kann ich mich auch nicht freisprechen. Man nimmt da halt einfach auch mal eine Leine kürzer. Man fängt dann auch mal an mit Fuß und nein, den Hund irgendwie zu gängeln oder sowas. Und innerhalb von 14 Tagen war dieser Hund leinenaggressiv. Habe ich sie gefragt, sage ich, ja, was ist denn jetzt mit dem Hund los? Ja, sie weiß auch nicht, was mit dem Hund los ist. Und ja, dass seit 14 Tagen oder 3 Wochen geht, das sage ich, hast du irgendwas geändert? Nein, ich habe nichts geändert. Bis sie mir dann halt eben mal gesagt hat, doch, Diane, du hast recht, ich habe was geändert. Ich bin nicht mehr stehen geblieben, sondern ich bin vorbeigegangen. Und du hast recht, ich sage dann auch wirklich beim Vorbeigehen sehr häufig das Signal, sehr häufig das Kommando. Ich nehme automatisch die Leine wirklich kürzer. Ich bin angespannter, ich will ja, dass das ordentlich abläuft. Und schon war dieses Negative und der Hund ist nach vorne geknallt. Und sage ich, ja, was machst du denn jetzt? Dann sagt sie, ja, was soll ich denn machen? Dann sage ich, ja, mach halt das, was jetzt eigentlich die ganze Zeit funktioniert hat. Bleib halt stehen, bleib, lass ihn sitzen, lass den Hund ein bisschen an der Seite sitzen, geh halt einfach auf die Seite, alles ist gut. Und sie hat es gemacht und der Hund war dann auch innerhalb von 14 Tagen wieder normal. Es gibt natürlich auch Hunde, das besprechen wir eben auch am Donnerstag, die vorbeigehen müssen, die einfach wegen dem Stress gehen müssen. Es gibt Hunde, die können nicht sitzen bleiben. Da ist Sitzen wirklich eher ein Problem, als wenn sie vorbeigehen. Aber da muss halt jeder einfach mal selber so auch sein Ding finden. Genau, wer jetzt noch mehr möchte von irgendwelcher Unterscheidung oder Leinenführigkeit, warum eben eine Leinenführigkeit nicht klappt, auf YouTube, schaut ihr einfach mal auf den Kanal Hundeschule Minkofen. Und da ist dann kostenlos, sind ja ganz, ganz viele Videos auch eingestellt, unter anderem auch die Leinenführigkeit dauert, ich glaube, da habe ich mich wieder ein bisschen verquatscht, ungefähr auch 2,5 Stunden, eben auch mit allen Gründen, warum es nicht klappt. Genau, da halt dann einfach anschauen, mehr gehe ich jetzt da auch gar nicht drauf ein. Aber auch der allgemeine Grundgehorsam ist natürlich auch wichtig in der Hundebegegnung, weil oftmals heißt es ja immer so, ja, zu Hause ist er ganz brav,
Aber könnt ihr euren Hund denn auch draußen verlässlich ins Sitz oder ins Bleib bringen? Könnt ihr ihn einfach auch mal so ablegen und 5 Minuten liegen lassen? Funktioniert es, wenn ihr den Hund anspricht? Aber könnt ihr auch euren Hund in der Interaktion motivieren oder zu einer Interaktion motivieren? Dass ihr zum Beispiel gemeinsam rennt, dass ihr Leckerchensuchspiele mit dem Hund macht, dass der Hund apportiert. Wenn ich das halt alles nicht kann und das natürlich bei der Hundebegegnung dann abverlange, jetzt sei ruhig und schau mich an und jetzt such aber mal Leckerchen, weil da hinten ein Hund kommt. Ja, dann ist es halt immer sehr, sehr schwierig, wenn ich das auch im normalen Leben oder im Alltag nicht schaffe. Draußen. Also wir reden jetzt von draußen. Viele Leute schaffen das ja sehr wohl in der Wohnung, aber beim normalen Spaziergang vergessen es aber auch tatsächlich sehr viele Leute, weil sie wollen ja spazieren gehen, damit der Hund Spaß hat oder alleine ist ab und wenn dann ein Hund kommt, dann wird er angeleint. Wie gesagt, viele Leute sehen da auch überhaupt gar keine Motivation drin oder haben da auch gar nicht, ja, oder sehen gar keinen Sinn da auch drin, eben beim Spaziergang, aber auch mal zu trainieren. Wie gesagt, wenn es der Hund da beim Spaziergang nicht kann, warum soll es denn in der Hundebegegnung können? Und eine Frage, die auch noch ganz wichtig ist, wie oft korrigiert ihr euren Hund? Also viele Leute sagen, ja, Diane, der macht schon Sitz draußen. Und nein, also der ist total brav und nee, ich kann dir das vorführen. Ja, dann zeig mal. Sitz, Bello, Sitz, Sitz, Bello, Bello, Sitz. Und jetzt setzt sich der Hund. Ja, schau, Diane, der macht es doch. Ja, nach dem 6. Mal. Ja, aber er macht es. Ja, aber der ist für mich nicht im Grundgehorsam gut, weil du musst es 6 Mal sagen. Also, wenn ich Sitz sage, dann soll er es beim 1. Mal machen. Dann ist es ein Hund mit einem guten Grundgehorsam. Aber wenn es das 5 Mal sagen muss und wenn er sich dann nach 3 Sekunden wieder aufsteht und du musst es wieder 2 Mal sagen und musst ihn dann vielleicht auch noch runterdrücken, dann steht es halt mit dem allgemeinen Grundgehorsam nicht so gut. Also einfach mal neutral euch anschauen. Vielleicht auch mal eurem Partner oder einem Bekannten, mit dem er spazieren geht, ja auch mal das sagen. Du schau mal, wenn ich jetzt sage zu meinem Hund, wie oft sage ich denn? Also wie gesagt, oftmals fällt es dem ja den eigenen gar nicht mehr auf, weil man schon in diesem ja, Ritual oder Teufelskreis drin ist. Wenn aber ein anderer vielleicht einen auch mal filmt und man sieht es dann, wie oft man Sitz sagt, habe ich ganz häufig, wir haben auch früher immer Videoanalysen gemacht und die Leute, wenn ich sage, da reißt du schon wieder an der Leine, da hast du geruckt, da war die Leine kurz dahin und was du immer hast, und dann habe ich es in der Videoanalyse gezeigt. Da sind viele Leute weinend rausgegangen und haben gesagt, boah, krass, Diane, das ist mir gar nicht bewusst gewesen. Und deswegen andere einfach mal auch so, ja, sensibilisieren und wie gesagt auch mal aufnehmen lassen. Oder selber mal irgendwo eine Kamera hinstellen oder euer Handy hinstellen, wenn ihr euren Hund auf die Decke hinstellt, hinschickt, wie oft korrigiert ihr denn tatsächlich nach? Aber auch das ist eine wichtige Sache für Hunde, die einfach in Hundebegegnungen hibbelig sind, nämlich die Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft. Der Hund sollte 50% am Tag schlafen, also ungefähr 12 Stunden. 25% liegen, dösen, schauen, ne, einfach auch mal ein bisschen doof gucken, sind ungefähr da nochmal 6 Stunden. Dann soziale Komponenten sind bei 15%, also mit den Menschen kuscheln und Sozialspiel ungefähr 3,5 Stunden. Und 10% soll dann für die Nahrungssuche sein, also ungefähr 2,5 Stunden. Und Hand aufs Herz, wie schaut denn euer Tagesablauf aus? Wie viel schläft denn tatsächlich der Hund? Wie viel döst er? Wie viel entspannt er sich? Und auch mal kritisch sein, wenn das Körbchen vorm Fenster liegt. Ja, liegt der Hund wirklich im Körbchen, weil er sich entspannt? Oder liegt der Hund vom Körbchen? Ja, weil er jetzt mehr im Jagdmodus oder im Kontrolletti oder im territorialen Verhalten ist. Also schläft denn wirklich der Hund? Und hat denn der Hund auch so ungefähr 10% für die Nahrungssuche? Na, also machen wir Kong-Sachen, legen wir den Hund einen Kong hin, lassen wir ihn Futter suchen, lassen wir den Hund vielleicht mal eine Fährte gehen, lassen wir den Hund auch mal irgendwelche Kauartikel kauen. Und oft wird das halt dann unterschätzt, und wenn natürlich die Nahrungssuche weniger ist, weil ich den Hund dreimal am Tag
oder zweimal am Tag irgendwie einen Futternapf hinstelle und der Hund macht und weg ist es. Und ich mir jetzt überlege, ich muss diese 2,5 Stunden jetzt aber füllen. Und okay, mein Hund schläft vielleicht wirklich 18 Stunden am Tag, aber jetzt hat er 6 Stunden, die ihm ja jetzt zur freien Verfügung steht, weil ich, wie gesagt, wenig über Futter arbeite. Ja, dann kann es eben sein, dass viele Leute ihre Hunde ja überbeschäftigen, zu viel spazieren gehen, zu viel Frisbee spielen, zu viel Ball spielen, zu viel Tricks machen etc. Also schaut schon mal auch, dass ihr eure Nahrungssuche so ein bisschen erhöht. Auch gerade bei hibbeligen Hunden ist es wichtig, dass sie viel zu kauen haben. Wenn der Hund jetzt natürlich keine Kauartikel verträgt, das ist zum Beispiel bei meiner Schäferhündin auch so, die verträgt keine Kauartikel, die kriegt dann ja entweder einen richtigen rohen Knochen oder wir fangen mit der ganz viel Überkommenarbeit an. Oder sie müssen, also meine Hunde werden teilgebarft. Das bedeutet, sie bekommen einen Teil rohes Fleisch mit Obst und Gemüse in den Zusätzen und ein Teil, also 100 Gramm, bekommt die Schäferhündin über Trockenfutter. Und dieses Trockenfutter schmeiße ich dann aber auch auf meine 10.000 Quadratmeter oder ich gehe zu den anliegenden Bach und der hat so eine schöne Schräge und da schmeiße ich dann das Deckerchen hin und da muss ich dann eine halbe Stunde Futter suchen. Also ich schaue immer, dass ich diese Nahrungssuche tatsächlich erhöhe. Auch bei meinen Fliegis, also auch bei meinen Pensionsgästen und auch gerade bei diesen Dauergästen, die werden ganz viel über Futtersuchspiele, da verstreuen wir dann das Futter auf meinen Hundeplatz, der ist 1200 Quadratmeter groß oder wir geben Kongs oder da gibt es ja auch so diese Umfallkongs, da stopfen wir dann das Futter rein, also wir schauen wirklich, dass wir ganz viel über Nahrungssuche machen. Und auch immer mal wieder die Ruheübungen überprüfen. Ruheübungen im Haus. Könnt ihr euren Hund auf die Decke schicken? Wie lange bleibt er denn? Löst ihr das Kommando vielleicht eventuell selber auf? Und auch da wieder, wie oft korrigiert ihr nach? Könnt ihr euren Hund einfach auch mal nehmen und festhalten? Könnt ihr euren Hund mal am Brustgeschirr festhalten und begrenzen? Wie schaut es denn da aus? Drückt euch euer Hund weg, schnappt, knurrt und kratzt vielleicht euch der Hund? Warum denkt ihr euch, jetzt soll ich das machen? Also über Ruheübungen kommt 3 Seiten weiter, die Auflösung. Aber gerade auch mal dieses Festhalten, wenn der Hund zum Beispiel sich zu Hause in einer neutralen Situation, in einer ihm gewohnten Umgebung nicht festhalten lassen möchte. Könnt ihr euch das dann vorstellen, wie der Hund sich an der Leine fühlt, wenn der, sagen wir mal, jetzt eine 10-Meter-Schleppe hat, es kommt ein Hund entgegen und ich nehme die Leine kurz. Und der Hund hat eh schon Probleme mit Festhalten oder mit einer Begrenzung, dann ist es doch völlig logisch, dass so ein Hund dann eher austickt, als jetzt einer, der sagt, boah, okay, jetzt werde ich halt mal festgehalten, das akzeptiere ich jetzt, das ist jetzt auch nicht schlimm. So einen Hund kann ich natürlich eher begrenzen und kann ihm eher mal sagen, du bleibst da, als ein Hund, der das nicht gelernt hat. Ruheübungen im Garten, könnt ihr euren Hund im Garten eben auch irgendwo mal hinlegen, auch da, wie lange, wie oft korrigiert er nach. Bleibt euer Hund vielleicht auch ruhig liegen, wenn er Bälle schmeißt, wenn er irgendwelche Frisbeescheiben schmeißt? Wie verhält sich der Hund bei Besuch? Eine ganz wichtige Frage auch. Wie ist denn der Hund, wenn Besuch kommt? Bellt er da schon? Darf er da vielleicht auch hin? Darf er da vielleicht auch schnuppern? Darf er da vielleicht auch begrüßen? Darf er da vielleicht auch abchecken? Und wenn da der Hund es darf, weil wir sagen, ja, ist ja nett, da geht ja nur in Anführungszeichen hin, dass der Hund vielleicht aber schon den Besuch einkreist, dass der Hund schon den Besuch abschnuppert oder sich vor dem Besuch hinstellt und den Besuch abblockt. Das sehen wir ja oft gar nicht, weil wir immer davon ausgehen, dass der Hund begrüßen möchte. Aber wenn da doch schon der Hund immer hin möchte und Probleme hat, wenn er jetzt mal nicht hin darf, ja, wie soll es denn dann in der Hundebegegnung anders sein? Also wenn er da, wie gesagt, ja schon immer selber entscheiden darf, wenn jemand kommt, gehe ich hin. Warum darf er das dann im Feldweg oder auf dem Feldweg, wenn uns einer entgegenkommt, nicht tun? Also es ist halt immer diese Frage. Deswegen auch mal, wenn ihr einen Hund habt, der Probleme in der Hundebegegnung hat, diesen Abschnitt mal überlegen und wirklich mal versuchen, euren Hund auf die Decke zu schicken. Euren Hund vielleicht an der Tür auch an die Leine zu nehmen. Er kann ja mit nach vorne, ich habe damit gar kein Problem, aber dann hinter euch einen Sitz machen lassen. Und wenn ihr eben da schon Probleme habt, ja, dann könnt ihr daran ja schon trainieren.
Da habt ihr zwar noch nicht euer Hauptproblem, Hundebegegnung, aber ich habe halt schon mal so einen Zwischenschritt. Ne? Also, der Hund ist nett, wenn keiner zu Hause ist, und der Hund ist im Arsch, wenn einer bei der Hundebegegnung kommt oder beim Spaziergang mir entgegenkommt. Aber mir fehlen viele Zwischenschritte, weil wir trainieren zu Hause ohne Ablenkung und dann in der Hundebegegnung. Aber ich sage ja, wenn mein Hund schon interessiert ist an Besuchern, wenn mein Hund schon interessiert ist an Bellen, ja, dann arbeite ich doch da schon so ein bisschen an der Frustrationstoleranz, an der Impulskontrolle, an einem Verbot, dass ich auch mal sage, nee, du darfst jetzt da nicht hin. Dass mein Hund einfach auch mal lernt, okay, wenn ich ein Verbot kriege, wenn ich mal was nicht darf, ja, dann ist das kein Weltuntergang. Weil für viele Hunde ist das ja dann auch dieser Weltuntergang. Ruheübungen draußen, auch da könnt ihr euren Hund einfach mal ablegen, wie lange, auch bei allgemeinen Reizen oder nur in Ruhe, wie oft steht ihr auch da wieder auf? Oder habt ihr euch schon einmal nur auf die Bank gesetzt, einfach mal nichts getan, wie verhält sich euer Hund dabei? Habt ihr euren Hund auch schon draußen mal festgehalten, wenn es neutral war? Wie ist es? Sagt er, hey, Hände weg vom Brustgeschirr? Dann ist es, wie gesagt, ja auch völlig normal, dass er sagt, Hände weg am Brustgeschirr, wenn er in der Hundebegegnung mal reingreift. Ruheübungen. Ihr fragt euch eben bestimmt, ja, was haben denn Ruheübungen im Haus mit meinem Leinenproblem zu tun? Ganz einfach. Wenn ich es noch nicht einmal schaffe, meinen Hund zu Hause eben ohne Ablenkung Ruhe zu verordnen, ja, wie soll ich es denn dann schaffen, dass er ruhig an Hunden, also bei voller Ablenkung, vorbeigeht? Also das Training beginnt eben zu Hause. Wenn er zu Hause ruhig ist, macht er einfach auch mal Videos. Ist er denn wirklich ruhig zu Hause? Und auch da eben hinterfragen, löst der Hund sich dann selber das Kommando auf? Ja, weil viele Leute immer sagen, ja, Janne, der macht ein Deckenkommando. Nein, echt, ich schicke den 10-mal am Tag auf die Decke und der bleibt da. Und dann kommt immer meine erste Frage, ja, wie lange denn? Und dann schauen mich die Leute an, ja, weiß ich nicht. Ja, wie, du weißt es nicht, du schickst ihn noch da drauf. Ja, der geht dann halt mal nach einer Zeit oder ja, mal 3 Minuten. Was, 3 Minuten? Dein Hund mit 2 Jahren schafft 3 Minuten auf der Decke liegen zu bleiben. Und da bist du noch stolz drauf. Ja, schon. Ich sage, also ein Hund, der 2 Jahre ist, also der müsste vielleicht aber auch mal eine halbe Stunde auf der Decke bleiben, ne? Oder sich irgendwie mal ruhig verhalten. Ach so. Also einfach auch mal hinterfragen. Laura fragt es gerade, mein weißer schwarzer Schäfer will jedes Mal zur Tür rennen und ich muss ihn jedes Mal korrigieren, wenn er sich dann setzen soll. Packe ich ihn in ein anderes Zimmer, wufft er, bis er gucken darf. Wenn er darf, beruhigt er sich dann aber schnell. Wie setze ich da am besten das Training an? Einfach mal Laura überprüfen, wie viel Verbote du deinem Hund allgemein gibst. Wie viel darf er am Tag etwas nicht? Also das hört sich ganz klassisch danach an, wenn du, weil du hast ja auch geschrieben, wenn er hin darf, dann beruhigt er sich schnell. Also wenn er quasi das machen darf, was er möchte, beruhigt er sich schnell. Also deswegen eben auch, wie oft muss er mal vor Futter warten? Wie oft schmeißt du ihn mal aus dem Zimmer raus, sag einfach, geh heute mal aus der Küche raus für 2 Stunden. Wie oft gehst du mal in den Garten, dein Hund darf nicht mit rein. Also wie oft, ja, machst du wirklich mal so kleine Unannehmlichkeiten oder wie oft baust du Unannehmlichkeiten im Tag ein? Und dass der Hund wirklich mal lernt, okay, wenn ich jetzt da mal das nicht darf, dann ist das halt dann auch nicht so schlimm. Also es hört sich tatsächlich so an, Zimmer verbannen und am Futter warten tut er täglich. Dann schaust du einfach mal, ob du diese Futtergeschichte tatsächlich mal umänderst. Du gibst dir mal an dem einen Tag, vielleicht bist du da zu sehr im Ritual. Setz ihn mal in ein anderes Zimmer hin, lass den Hund jetzt da warten, stell ihm das Futter auf den Boden, und dann gehst du mit deinem Hund raus. Oder du gehst Fuß mit deinem Hund zum Futter. Oder du stellst dem Hund das Futter am Boden und nimmst das Futter wieder und tust es auf die andere Richtung, gehst nochmal 2 Stunden nach draußen. Also wenn die Hunde in so einem Ritual drin sind, ja, ich weiß, die Laura legt mir das jetzt da, die sagt jetzt sitz, sie hat die Futterschüssel schon in der Hand, dann muss ich warten, dann schaue ich sie an.
dann geht es nicht mehr so in diese klassische Frustrationsgeschichte rein. Auch beim Zimmer mal schauen, ob es immer das gleiche Zimmer ist. Ist es das gleiche Zimmer oder ist es auch mal ein anderes Zimmer? Also, wenn es jetzt immer die Küche ist, dann ist auch das, auch böse gesagt, keine Kunst. Aber wenn er mal rein darf in die Küche und dann wieder raus muss aus der Küche und dann mal heute nicht in das Esszimmer rein darf und morgen mal nicht ins Wohnzimmer, dann ist es, wie gesagt, wieder eine andere. Und meistens, wie gesagt, ist es so, dass draußen Aktion angesagt ist. Aber jetzt kleinen Moment nochmal für die Laura. Ich habe da tatsächlich aber einen kostenlosen Vortrag auch über Rituale und konsequente Inkonsequenz. Also da rede ich auch tatsächlich über solche Sachen. Was man denn verändern kann, was man denn schon sehr wohl Rituale haben sollte, wie zum Beispiel Haustür. Haustür auf ist für mich, Hund rennt nicht raus. Das soll einfach bleiben. Ist für mich halt so ein Ritual. Das wissen Sie auch. Aber andere Rituale, wie gesagt, die ändere ich halt einfach. Oder Auto oder Autoklappe auf. Da sollen die Hunde einfach sitzen bleiben. Das habe ich wirklich ritualisiert. Aber in ganz vielen anderen Sachen gehe ich nicht in dieses Ritual rein. Also, wie gesagt, wenn du Lust hast, schaust du einfach diesen Vortrag. Und wie gesagt, aber meistens ist es eben auch so, dass wir ja draußen immer Action machen. Ne? Also Hunde durften spielen in der Vergangenheit mit anderen Hunden. Wir trainieren, wir schmeißen Ball, wir joggen, wir fahren Radl. Ja, aber wenn ich gerade schon so einen unruhigen Hund habe, dann wäre eigentlich das Nichtstun mal draußen wichtig. Dieses fahr mal runter, komm mal runter. Ne? Wir machen jetzt nicht viel, sondern wir machen mal ganz wenig. Und auch das ist aber halt auch so eine wichtige Geschichte, dieses Ventil, weil die Hunde heutzutage echt viel, viel, viel Stress aushalten müssen. Wir haben Kinder zu Hause, Kinder, die klar natürlich auch während Corona lästig sind. Im Lockdown 2 und 3, wo die Kinder auch nicht raus durften oder raus konnten. Und dann spielen die natürlich vielleicht nicht in den Kinderzimmern, sondern unten im Wohnzimmer. Aber unten im Wohnzimmer liegt vielleicht auch der Hund umeinander. Und wenn der Hund den ganzen Tag, selbst wenn er im Körbchen liegt, aber da so Kinder um sich hat, kann das natürlich irgendwann wahnsinnig viel Stress für den Hund sein. Nicht genug Ruhezeiten, dauerndes Kontrollieren, Aufpassen auf den Mensch. Haben wir, ich habe da mir auch als als Marker so ungefähr hingeschrieben, Shiba Inu. Wir hatten mal einen kleinen Shiba Inu bei uns, die hat angerufen, die Frau, und da sagt sie, Diane, es ist ganz schrecklich, der Hund zerstört immer abends die Wohnung. Und jetzt sind wir im Urlaub und ganz, 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 ganz heftig. Er hat völlig die Wohnung oder das Hotelzimmer zerstört. Ja, wir waren schon beim Hundepsychologen, wir haben schon Hundeschulen, wir haben das und das und das. Wir waren beim Tierheilpraktiker, wir waren beim Tierarzt, wir haben den abchecken lassen. Ich weiß echt nicht mehr weiter, könnte kommen. Und dann ist eine Kollegin von mir hingefahren, weil ich mache keine Hausbesuche. Eine Kollegin von mir ist hingefahren und das war einfach ein absoluter Kontrolletti. Viele, viele, viele Hunde kontrollieren auch, weil viele Menschen doch auch in solchen Zeiten depressiv sind. Und dann viele Menschen sind krank ja auch in dieser Zeit. Die Hunde gehen dann auch als Psychologen, die Hunde gehen dann auch als Krankenschwester rein. Aber was natürlich der Unterschied zwischen einem Psychologen oder einem Security oder einer Krankenschwester ist, die haben meistens nach 8 Stunden Dienstschluss und die haben Anspruch auf Urlaub. Und die haben einfach mal ein, zwei Tage in der Woche frei. Und ein Hund hat, wenn er permanent in dieses Kontrollieren reinkommt, nie frei. Und auch so bei diesem Shiba Inu, der hat halt einfach tagsüber die Frau permanent kontrolliert. Der ist ja permanent hinterhergelaufen. Wenn die aufgestanden ist, ist er aufgesprungen. Wenn sie sich hingesetzt hat, dann hat er sich schon mal hingesetzt. Wenn sie aber wieder aufgestanden ist, dann wieder das Gleiche, ist wieder aufgestanden. Der ist ja immer hinterhergelaufen, beim Spaziergang, der ist nicht nach vorne gegangen, der ist neben ihr, der hat sie nur angeschaut, der hat die ganze Zeit die Frau kontrolliert. Und abends ist ihm dann halt einfach die Kraft ausgegangen und dann hat er halt einfach alles zerstört. Ventilhunde müssen heutzutage sehr viel aushalten, dieses totgeliebt werden, Kinderersatz, unser Frust bezüglich Corona. Zu wenig Grenzen, zu harte Grenzen, Bürohunde, Leinenzwang, Hunde, die ihrem Job nicht mehr nachkommen dürfen, habe ich ja gerade schon das Beispiel von meiner Herdenschutzhündin gesagt, Jagdhunde oder der Ordnungswahn, Hunde dürfen einfach nicht mehr Hund sein, die dürfen sich nicht mehr wälzen, nicht mehr dreckig machen,
Die kriegen 12 Monate einen Spot-on, die kriegen irgendwelche Menthol-Kauartikel. Der Hund darf einfach nicht mehr Hund sein. Und dann ist es halt Stress, 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 Stress. Und irgendwann läuft das Fass über. Ja, und dann kommt ihm ein Hund entgegen und da macht es halt einfach paff. Und dann knallt er halt nach vorne. Ja, das ist halt oftmals das große Problem. Genau. Dann noch eben, war das mal, irgendwo bin ich jetzt hier? Anke schreibt gerade, irgendwas ist heute wohl schiefgelaufen. Hatte keinen Link. Oh. Genau, du kriegst die Aufzeichnung auf alle Fälle. Betty, mein 9 Monate alter Schäferhund flippt total aus, wenn mein Sohn kommt. Er springt hoch und jault und ist kaum zu bändigen. Was können wir da machen? Also eigentlich das Gleiche, was ich oben der Laura gesagt hat, mal hinterfragen, wie viele Grenzen ihr denn setzt? Wie viele Grenzen setzt ihr denn? Wie viel pusht denn natürlich auch dieser Sohn auf? Ja, könnt ihr ein Deckenkommando geben? Kann der Hund allgemein ruhig sein? Oder ja, oft ist es ja dann auch so, dass die Leute sagen, ja, meiner, der liegt dann auch in der Ecke. Ja, aber nicht, weil sie es sagen, sondern weil er jetzt gerade sagt. Also viele Hunde, da kommt aber auch gleich noch eine Folie, ja, die dürfen einfach auch zu viel. Julia schreibt es eben auch schon. Man kann es natürlich immer auch nicht zwischen Tür und Angel. Wie gesagt, es sind so viele Faktoren, die halt einfach da auch sind. Und das meine ich aber eben auch hier, für dich eben auch, Karin, wenn einer alles darf. Und es ist doch so, sind wir noch mal ganz ehrlich, ein Welpe darf, wenn er ins Haus einzieht, immer zuerst den Besucher an der Haustür begrüßen, wann und wo er möchte mit dem rumliegenden Spielzeug spielen, beim Spaziergang vorne gehen, den Weg bestimmen, seinen Besitzer anstupsen, dann er kriegt er ein Leckerchen oder wir streicheln den Hund. Dort liegen, wo er liegen möchte, im Sommer im Schatten, im Winter in der Sonne, vor Freude. Immer wieder Kinder, Menschen, Hunde anspringen. Ja, und seinen Besitzer überall hin verfolgen und, und. Er darf einfach den ganzen Tag frei entscheiden. In manchen Situationen darf er dann halt einfach nicht frei entscheiden. Und eben, wenn der Hund das alles darf und noch viel mehr darf, dann darf er eben aber aus seiner Sicht, wie bei dir, Karin, deinen Sohn anpöbeln. Dann darf er auch fremde Hunde anpöbeln. Dann darf er Leute anspringen. Dann darf er auch nach einer Hand schnappen. Dann darf er im Garten bellen. Wenn er immer frei entscheiden darf, dann ist es kein dominanter Hund, dann ist es kein böser Hund. Dann hat er halt es einfach nicht gelernt. Und wir würden das ja auch machen. Also wenn wir Geld bekommen, auch wenn wir nicht in die Arbeit gehen, ja, wer geht denn dann noch in die Arbeit? Ne? Also, und Kinder, die auch keine Grenzen gesetzt haben, ja, die benehmen sich ja auch. Und deswegen habe ich dann auch hier hingeschrieben, nur wenn ein, und ich sage eben bewusst Lebewesen, und es ist wie gesagt völlig egal, ob das ein Mensch, ob das ein Hund, ob das ein Pferd, eine Katze ist, gelernt hat, dass ein Verzicht kein Weltuntergang ist, dann ist das Leben für alle entspannter und zufriedener. Und deswegen solltet ihr halt eben auch Übungen machen, immer mal wieder auch diese Übungen ändern. Einfach mal so, wie kann ich jetzt durch eine Haustüre gehen? Wie kann ich das jetzt ändern? Ich kann einmal gemeinsam mit dem Hund reingehen, ich kann mal eine Tür zumachen, ich kann den Hund zwischen der Tür sitz bleib machen lassen, ich kann den Hund aus der Tür rausschicken, ich kann den Hund hinter mir durch die Tür gehen lassen. Also da ist ja schon mit einer Tür 5 verschiedene Möglichkeiten. Und ich sage ja, so kann ich das mit dem Futter machen. Ich kann es ihm hinstellen, er kann sofort fressen. Ich kann ihn 5 Minuten davor warten lassen. Ich kann dann ihn mal rausrufen. Ich kann das Futter hinstellen, wieder wegstellen und aus der Küche gehen mit dem Hund. Und, und. Also macht euch einfach mal für 5 Situationen, denkt euch mal 5 verschiedene Möglichkeiten aus. Und die dann halt auch jeden Tag machen. Ganz wichtig. Dann eben unsere Controlletti-Hunde, läuft euer Hund euch im Haus immer hinterher. Ihr verlässt das Zimmer und euer Hund folgt euch. Ist das jetzt nur eine Trennungsangst? Ganz viele Leute sagen ja auch immer bei den Auslandshunden, ja, das ist ein Auslandshund. Der hat eben so eine Trennungsangst. Deswegen rennt er mir immer die ganze Zeit hinterher. Ja, ganz schnell, wie verhält sich denn der Hund draußen? Also wenn die Leine ab ist und der Hund weg ist, dann, Leute, ist das keine Trennungsangst. Weil wenn der Hund ja eine Trennungsangst hat, dann hat er die auch draußen. Dann will der Hund sich auch draußen nicht von mir
drinnen. Ne? Dann will der Hund auch draußen bei mir sein. Und wenn ich so einen Hund habe, der im Sommer, wenn die Tür hinten auf ist zum Garten, eigentlich den ganzen Tag im Garten ist, wenn aber die Tür zu ist, der Hund mich die ganze Zeit verfolgt wie ein Schatten, dann ist das keine Trennungsangst. Dann ist das einfach einer Kontrolletti. Und wie gut ist denn einfach auch die Bindung? Oder habt ihr denn eine unsichere Bindung? Gerade bei Hunden wirklich mit einer unsicheren Bindung. Weil viele Leute sagen immer, ich habe auch den Fall, dass ein Mann bei mir im Unterricht, der Hund geht nicht weg von dem und der erzählt immer überall, was er da für eine tolle Bindung zu seinem Hund hat. Also sein Hund wird ihn lieben, sein Hund ist eine Bindung. Weil der Hund wäre ja schließlich die ganze Zeit bei ihm, der spielt nicht mit anderen Hunden, der geht nicht beim Spaziergang von. Und ich habe ihm jetzt schon wiederholt gesagt, dass er keine gute Bindung hat zu seinem Hund, sondern dass sein Hund eine unsichere Bindung hat zu ihm. Dass der Hund halt einfach sich gar nicht traut, weil er vielleicht in der Vergangenheit für den Hund unberechenbar war. Also wenn sich ein Hund gar nicht wegtraut, dann, wie gesagt, ist das eigentlich ein Zeichen für eine unsichere Bindung, weil der Hund muss auch einfach mal nach vorne. Und wenn ich dem Besitzer vertraue, ja, dann kann ich auch mal 10 Meter vorne gehen. Dann kann ich auch mal ins Wasser gehen. Dann kann ich natürlich auch mal irgendwo schnüffeln. Wenn ich aber Angst habe, dass sich der Besitzer irgendwo 30 Mal versteckt und ich den nicht mehr sehe, oder mein Besitzer mir mal eine Diskstelle hinterher schmeißt und mal nicht und mal erwartet, dass ich da bleibe und mal nicht, und ich eigentlich nie weiß, wie ich es dem recht mache, ja, dann entsteht eben eine unsichere Bindung. Und diese Hunde, ja, verfolgen uns tatsächlich auf Schritt und Tritt. Oder wie gesagt, haben wir einfach so einen Kontrolletti-Hund, was natürlich sehr wohl auch ein bisschen rassebedingt ist. Wenn wir unsere Hütelis haben, klar, meine Herdenschutzhündin oder meine Herdenschutzhunde, ich gehe aus dem Zimmer, ja, die gucken, ja, Diane geht. Außer sie merken jetzt vielleicht, oder sie müssen da mal schnell nach draußen, dann gehen sie auch mit. Aber in der Regel bleibt die einfach liegen. Die Schäferhündin hingegen, klar, Malinois, Hütehund, Herdengebrauchshund, die kontrolliert mich natürlich eher. Da muss ich dann auch mal sagen, du, ich kann jetzt alleine aufs Klo gehen oder ich kann jetzt alleine mal in die Küche gehen, du musst jetzt da nicht mit hinterhergehen. Ich mache das nicht immer, aber ich mache es halt mal. Ne? Also sie darf mir auch mal hinterhergehen, aber ich kann auch sehr wohl auch mal zu ihr sagen, nee, komm, ich gehe jetzt mal alleine aufs Klo. Nee, du, ich gehe jetzt alleine die Treppen runter. Das ist halt wichtig. Nicht wieder komplett, nein, der Hund darf nicht. Also komplett wieder gegen die Natur dieser Hunde. Aber ich muss es halt einfach schon so ein bisschen regeln können. Auch das ist immer, ach, es macht euch nichts aus, dass eure Hunde euch im Haus hinterherlaufen. Ja, dann darf er natürlich auch nichts ausmachen, wenn er es gegenüber anderen Hunden auch tut. Ne? Das ist halt so wichtig, denn der Hund versteht nicht, dass er im Haus das Sagen hat, dass er beim Spaziergang das Sagen hat und dass aber in der Hundebegegnung ihr das Sagen hat. Ne? Es sind immer ganz viele, nein, das macht mir nichts aus, wenn er sich irgendwo alleine hinlegt, das macht mir nichts aus. Wenn er mir immer hinterherläuft, das macht mir auch nichts aus. Wenn er mich anstupst, das macht mir auch nichts aus. Wenn er mich mal ankratzt, wenn er Spielzeug. Ja, warum macht es denn dann euch dann aber auch was aus? Ja, wenn er sich dann halt eben in die Leine reinstellt und sagt, jetzt will ich aber eben prügeln. Dann das fehlende Management. Der Hund ist vorne. Also tagtäglich erlebe ich das halt einfach, dass Hunde vor dem Besitzer gehen, vor dem Besitzer stehen, vor dem Besitzer sitzen oder liegen. Ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt einen Hund haben möchte, der jetzt komplett nur hinter mir gehen muss. Aber achtet da halt einfach mal drauf. Selbst bei dieser Schäferhündin, auch wenn die gut im Platz liegt, die liegt vor dem Besitzer. Und ganz ehrlich, wenn wir jetzt wieder auf Menschen, sage ich jetzt mal so ein bisschen ummützen. Wenn ihr mit eurem Kind unterwegs seid und es kommt euch ein Auto entgegen, dann würdet ihr euch doch entweder das Kind nach vorne nehmen oder das Kind zur Seite nehmen. Ihr würdet euch doch tatsächlich zwischen den Auslöser Auto oder Auslöser bellender Hund und eurem Kind hinstellen. Wenn ihr mit jemandem euch unterhaltet, stellt euch mal vor, euer Partner wird sich auf einmal zwischen euch und den Gesprächspartner hinstellen. Würdet ihr sagen, spinnst jetzt du? Hä? Warum stellst du dich jetzt da vor?
Oder stellt euch mal vor, ihr sitzt auf einer Parkbank, ja, und euer Partner, der stellt sich vor euch hin und würde dir sagen, ja, setz dich doch neben mich jetzt hier hin. Spinnst du? Und der Partner, nö, ich bleib hier stehen. Also, bei uns Menschen wird uns das ganz schön befremdlich vorkommen. Und bei unserem Hund, ja, das sehen wir auch oft nicht. Ne? Klar, weil er dann vielleicht ein bisschen kleiner auch ist, weil wenn ich auf der Parkbank sitze und mein Hund legt sich vor mich hin, oder ich sitze auf der Couch und mein Hund legt sich vor mich hin auf die Füße, ja, dann sehe ich ja noch den Fernseher. Wenn ich jetzt natürlich meinen Partner, der stellt sich jetzt vor mir hin, dann sehe ich den Fernseher nicht mehr. Deswegen fällt mir das dann tatsächlich auch eher auf. Aber der Hund ist vorne. Und jetzt wie in diesem Fall von diesem Hund, jetzt muss ich bloß eben schnell rausgehen und muss da jetzt einen Haken setzen. Wie in diesem Fall von diesem kleinen Hund, der steht vorne. Unscheinbar am Anfang noch. Aber er steht vorne, er blockiert die Besitzerin da. Nee, in dem Fall ist es nicht die Besitzerin. In dem Fall ist es auch ein Hund, den ich immer in der Pension habe. Genau, also er schnüffelt hier wieder umeinander, er umkreist mich, er geht rum, er stellt sich jetzt wieder vor mich hin. So, und jetzt kommt ein Hund und jetzt bellt er halt. Und jetzt geht er halt schön in die Leine rein. Ja. Das ist es aber halt wieder. Wenn ich dem Hund ohne einen fremden Hund das halt alles erlaube, ja, warum darf er das dann aber in der Hundebegegnung wieder nicht? Deswegen halt auch unbedingt schauen, dass die Hunde neben euch sind. Das Problem ist natürlich auch immer, wenn die Hunde vor uns sind. Wir können nicht so schnell handeln, wenn der Hund vorne in die Leine springt. Man kann den Hund nicht abblocken, wenn er nach vorne springt. Wenn der Hund eben neben uns geht, dann kann ich ihn ablocken. Viele Leute sagen zwar immer, ja, ich kann den Hund nicht ablocken. Wir haben jetzt gestern und vorgestern, also Samstag und Sonntag im Unterricht in der Hundebegegnungsstunde, ich glaube, knappe 1,5 Stunden Videomaterial gemacht für die Vorträge Donnerstag und Freitag. Ich habe 3 Stunden ausgewertet. Und doch, man kann einen Hund ablocken, wenn er auch nach vorne springt. Man muss sich halt eben nur trauen. Aber wenn der Hund halt von vornherein vorne ist und schon 2 Meter in der Leine vorne steht, ja, dann ist es halt schwierig, so wie hier in dem Fall. Wenn ich neben dem Hund stehe, wenn der Hund dann nach vorne springt, dann habe ich, wie gesagt, eine Chance, den Hund abzublocken. Es kann aber auch sein, dass der Hund eben mich abblockt, dass er mich halt eben beschützt. Ich kann meinen Hund nicht schützen und ich sehe auch die Blicke untereinander nicht, die da halt einfach immer zwischen den Hunden hin und her gehen. Da haben wir gleich noch ein Video. Und eben, wenn ich doch weiß, dass mein Hund vorknallt, warum stelle ich mich denn dann neben oder hinter ihm? Das ist halt immer so die Frage. So, das ist hier so eine kleine Malteserhündin. Das schaut ja auch so ganz witzig aus, was jetzt die hier gerade macht. Aber das macht sie halt auch jedes Mal in der Hundebegegnung. Ich weiß, das Video ist jetzt nicht das Beste. Das ist immer so, wenn wir diese Slow-Motion-Videos haben. Man sieht deutlich dieses Schlecken. Sie geht in die Leine. Sie steigt in die Leine. Leine ist gespannt. Hund kommt entgegen. Und jetzt passiert halt Folgendes. Sie springt nach oben. Sie jault. Sie springt wieder in die Leine. Schaut witzig aus. Aber es ist einfach nur Unruhe. Und wenn sie mir jetzt natürlich an den Blöden gerät, der das jetzt nicht duldet, dann kann es auch mal sein, dass mein Hund eine negative Erfahrung macht, weil sie jetzt vielleicht von einem anderen Hund angefickt wird oder von einem anderen Hund jetzt da mal über den Haufen gerannt wird. Ja, und die jumpt halt einfach in die Leine. Aber meine Frage ist halt immer, wenn ich es doch weiß, warum stelle ich mich dann einfach nicht schon besser hin? Also, wie gesagt, auch da haben wir ganz, ganz, ganz krasse Videos gemacht, jetzt am Wochenende. War ja schön, weil, wie gesagt, die beiden Mädels, also Isabel und Nina, haben gefilmt von sämtlichen Situationen. Und es ist so krass, wie viel wir eben unsere Hunde vorne lassen und dann aber, wenn sie es machen, einfach abbrechen. Deswegen, da ist einfach Management auch. Und so geht es eben auch. Und das lernen die Hunde bei uns. Die bekommen ein Kommando zurück, die bekommen ein Kommando. Geh nach hinten oder back oder sowas. Wir stellen uns dann einfach immer zwischen den Mensch und Hund hin. Wir schauen auch die anderen Hunde an und wir schicken unter Umständen auch die anderen Hunde weg.
So, jetzt Frage eben auch, Nina, zwecks Abwenden vom Auslösertraining habe ich den Hund allerdings gerne vor mir in der Situation zwecks Konfrontation und den Abwenden. Zwecks Abwenden vom Auslöser. Ach, du meinst jetzt diesen Blickkontakt. Na, also ich schätze jetzt, Nina meint jetzt den Blickkontakt, dass sie einen Vorsitz macht mit ihrem Hund, dass er sich dann halt, also den anderen Hunden, damit er den anderen Hund nicht sieht. Also bitte schreib jetzt in den Chat rein, wenn du das nicht meinst. Genau, der Hund kann auch stehen, aber schau mich an, konzentriere dich auf mich, habe ich ganz ungerne. Habe ich wirklich ganz, ganz, ganz ungerne. Damit trainiere ich nie. Ich sage immer, Hund soll sich Auslöser anschauen, Hund soll lernen, im Auslöser ruhig zu bleiben. Abwenden würde ich nie machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich diese Folie jetzt tatsächlich hier drin habe. Oder ob ich die jetzt am Donnerstag drin habe, weiß ich nicht. Aber wenn ich halt meinen Hund mit dem Rücken zum anderen Hund stehen habe, ist halt immer dieses große, 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 große Problem. Ja, wenn der andere ihm jetzt einen Fixierblick zuwirft, wenn der andere ihm jetzt vielleicht irgendwie nicht das Abwenden, sondern auf jeden Fall das Hinschauen. Ja, aber da sind wir ja auch, Nina, in der Geschichte. Also ich möchte sehr wohl, dass mein Hund hinschaut, weil stell dir mal vor, du gehst auf der Straße spazieren, auf der rechten Seite steht ein Hooligan, der dich jetzt vielleicht auch irgendwie blöd von der Seite anmacht und dein Mann zwingt dich da wegzuschauen. Also vielleicht gar nicht mit dem Rücken, aber der Mann sagt, schau mich an, schau mich an. Und du siehst aber nicht, was diese Hooligans da machen. Also ich will ja auch ein bisschen sehen, was mein Gegenüber macht. Also wie gesagt, ich bin immer so kein Fan davon, den Blick abzuwenden, sondern wir sollen tatsächlich immer, ach so, das meine ich ja, nein, Hund soll ja schauen. Ach, Nina, Entschuldigung. Nee, aber trotzdem steht mein Hund dann einfach auf der anderen Seite. Also ich stehe immer dazwischen, weil hier kann er ja auch den anderen Hund anschauen. Laura, kann man das Hinschauen auch klickern? Kommt darauf an, in welche Motivation du das jetzt halt machst. Beim Angsthund sehr wohl, beim Dopaminhund nein. genau, ich mache es, Luna sieht Hund, ich spreche sie an und Blick zu mir wird belohnt. Wie gesagt, kann immer halt doof ausgehen, weil als Hund, wenn er dann gerade vielleicht auch angepöbelt wird, Anja, da ist es halt einfach auch so. Ich will dann auch sehen, was das Gegenüber macht. Ne? Also, und vor allem, wenn ich viel über Anschauen und Blickkontakt halt trainiere, da muss ich es halt immer machen. Da muss ich schon vorher den Hund sehen und dann muss ich jedes Mal meinen Hund den Blick abwenden, damit er ruhig bleibt. Also ich bin, wie gesagt, eher der Vertreter dazu. Hund, schau halt einfach den anderen an und sei trotzdem ruhig. Das ist, solange er ruhig ist. Anja, trotzdem, es sind so viele Blicke, die hin und her gehen. Also ich glaube, du bist ja auch am Donnerstag dabei, richtig heftige Videos. Und das ist tatsächlich, muss ich sagen, ganz, ganz, ganz häufig, dass die Leute sagen, ja, aber da war doch nichts. Ja, weil man die Blicke oft nicht sieht. Und da, wie gesagt, haben die Nina und die Isabel richtig krasse Videos gemacht, richtig krasse Videos gemacht, wo nur Blicke rübergehen. Und die sollte ich oder möchte ich als Hund sehr wohl dann vielleicht auch mal sehen. Der Trainingsaufbau, das Wie und die Fehler, wie gesagt, wie man das macht, wie zum Beispiel auch das Kommando hinten oder das Management, das wird dann tatsächlich am Donnerstag besprochen. Also da ist, wie gesagt, bei fast 90 Seiten heute, ich überziehe eh schon wieder, ist mir da halt einfach wirklich diese Zeit ausgegangen. Und noch eine Bitte, auch das ganz, ganz wichtig, nicht wegen Dominanzgründen. Nicht wegen Dominanzgründen, sondern wegen dem Management. Auch bitte zuerst durch Türen gehen, weil ihr wisst nicht, das ist mein Eingangsbereich von meiner Hundeschule, man weiß halt einfach nicht, was ist hinter der Tür. Ist da ein Hund, ist da ein Kind, ist da eine Katze, ist da jetzt vielleicht irgendwie ein Leckerchen. Und deswegen immer schauen, dass ihr zuerst auch durch Türen geht. Also nicht aus Dominanzgründen, wie gesagt, weil es heißt ja häufig, ihr müsst zuerst durch die Tür gehen, damit ihr Alpha seid. Nein, deswegen nicht. Sondern wirklich aus Managementgründen. Führen auf der falschen Seite, Hunde werden auf der linken Seite geführt. Wer sagt es? Also ich weiß, wie gesagt, kommt aus der Jägerschaft. Aber am Pferd und am Hund, am Pferd und am Fahrrad muss der Hund eben rechts laufen. Und wir wechseln halt immer die Situationen.
Ja, also wir wechseln in der Situation die Seite. Wir sagen mal rechts, wir sagen mal links, wir sagen mal geh hinten. Und so eben bitte nicht. So werden Hunde ganz häufig aneinander vorbeigeführt. Ihr seht hier einfach diesen Blick. Ihr seht, die bellt da auch nicht. Ne? Die springt jetzt nicht in die Leine, aber trotzdem ist sie so, ja, dass sie ihm einfach mal einen Blick rüberschießt. Und jetzt stellt euch mal vor, euer Hund sieht diesen Blick und jetzt sagt ihr, schau mich an. Und der Hund so, nee, ich will dich jetzt aber nicht anschauen, weil ich kriege da von der Seite jetzt ganz komische Blicke. Und jetzt wird vielleicht noch der Hund abgestraft für das, dass er nicht geschaut hat. Also da einfach auch mal überlegen. So ist es dann richtig, entweder Hund, Mensch, Hund, Mensch. Und unten rechts wäre es natürlich am besten, wenn Hund, Mensch, Mensch, Hund einfach geführt. Schaut immer, dass die Hunde auf der richtigen Seite gehen. Auch da haben wir gestern und vorgestern richtig viele Videos gemacht, wie halt einfach auch Hunde ausgelöst werden, wenn sie an der falschen Seite gehen. Auch typische Situation Gartenzaun. Werden ganz viele Hunde falsch geführt, wenn hier der Gartenzaun ist. Viele Leute führen ihre Hunde dann auf der falschen Seite, nämlich am Gartenzaun. Jetzt knallt mir da ein Hund her, ist mir heute tatsächlich passiert. Ich bin Rad gefahren mit meinen Hunden, habe dann sogar noch reingeguckt, ob da der Hund rausschießt, habe noch einen Bogen gemacht und auf einmal, warum auch immer, war der Hund, der da immer so ein paar Probleme macht, im Nachbarsgarten drin. Also anscheinend gehören irgendwie die Gärten zusammen. Und ist da auf einmal rausgeschossen. Und da hatte ich tatsächlich nicht mit gerechnet. Meine Hunde, muss ich aber sagen, haben so viele positive Erlebnisse in der Hundebegegnung gemacht, weil ich sie so häufig gerettet habe, weil ich so häufig andere Hunde abgeblockt habe und weil ich sie eigentlich immer richtig führe, dass wenn dann einmal von 100 Mal eine negative Situation kommt, das für eure Hunde jetzt aber nicht dramatisch ist. Wenn aber natürlich 99 von 100 Mal die Situation nicht angenehm für eure Hunde ist, dann ist es dann auch sehr, sehr selbstverständlich, dass die Hunde dann nach vorne knallen. Und jetzt sind wir noch mal ganz ehrlich. Hier in der Situation mit diesem Husky, der Husky knurrt vielleicht. Hier, der Aussie schaut ja schon, der fixiert ja schon rüber. Jetzt guckt er hoch zur Mama und sagt, ja, was ist denn jetzt? Ja, siehst du es denn nicht? Guck doch mal, der andere fixiert mich an. Und das passiert ihm bei drei Hunden beim Spaziergang. Ihr könnt wetten, beim vierten knallt er nach vorne. Weil er einfach sagt, ich habe die Nase voll, du reagierst nicht, du hilfst mir nicht und jetzt knall ich nach vorne. So, und der Hund will sich nur irgendwie retten und jetzt kriegst du noch einer auf den Deckel von uns mit Psst und Nein und Wasser oder Leinendruck. Ja, und dann haben wir halt einen Hund, der schon 300 Meter vorher anfängt, weil er weiß, da hinten kommt der andere Hund und kommt schon in dieses negative Gefühl rein und das ist halt ganz, ganz schade. Also warum denn nicht gleich so, dass ich sage, ich führe meinen Hund auf der abgewandten Seite, sage aber dann auch zum Husky, psst, halt den Mund. Und wenn ich dann auch wieder einmal, weil ich jetzt hier eine ganz enge Straße habe, die vielleicht kein Bürgersteig hat, und ich muss dann einmal meinen Hund, und wenn ich ihn 100 Mal ordentlich vorbeigeführt habe und ich bin ihm beigestanden, einmal, weil die Situation es einfach nicht anders erlaubt, ihn falsch führen, dann wird er euch das nicht übel nehmen, Leute. Aber wir führen sie nicht nur einmal falsch, sondern öfter falsch. Ja, genau. Alex sagt, es das heißt richtige Hilfe hier, den Hund auf die andere Seite nehmen. Ganz genau. Einfach mich zwischen den einen Hund und meinem Hund stellen, dann aber auch mal zum anderen Hund sagen, hör auf, zu meinem Hund sagen, ich habe, also sagen, körpersprachlich, so eine Hand zum anderen Hund, hör auf, zu meinem Hund so eine Handgeste, ich habe es gesehen, dass mein Hund halt einfach sagt, puh, Papa, Mama hat es gesehen, Papa, Mama, manage das auch und ob doch der andere Hund jetzt aufhört zu bellen. Das ist doch nicht mehr wichtig. Wichtig ist, dass der Hund aber gesagt hat, ey, du hast es gesehen. Du bist mir zu Hilfe gekommen und du hättest aber versucht, mich zu retten. Ob es dann funktioniert hat, das ist doch egal. Aber das ist doch ein schönes Gefühl.
ne, dass jemand mir beisteht. Wie gesagt, ob er die Situation jetzt entschärfen kann oder nicht, das ist egal. Aber es geht nur um, da hätte es jemand versucht und er ist mir beigestanden. Das ist ganz, ganz wichtig. Wegschicken, wer es kommt, ein freilaufender Hund. Wie verhaltet ihr euch? Muss das euer Hund selbst regeln? Leint ihr ihn vielleicht auch sogar ab? Oder stellt ihr euch vor euren Hund und blockt den anderen weg? Aber auch da kennt euer Hund das Kommando hinten. Habt ihr einen ruhigen, netten Versuchshunden trainiert? Also viele Leute sagen, ja, ich schicke meinen Hund nach hinten, Diane. Es ist überhaupt gar kein Thema. Aber ich schicke den anderen weg und mein Hund knallt mit nach vorne. Das muss man natürlich trainieren. Da haben wir auch ein paar Videos wieder für euch am Donnerstag und am Freitag, auch mit vielen Nullrunden. Ich habe ganz, ganz viele Leute, da sage ich, mach das einfach mal im Wald. Tu mal so, als ob ein imaginärer Hund an dir vorbeigeht und sag mal zu ihm, pst, hau ab. Ich garantiere euch, 90% der Hunde, die knallen einfach mit nach vorne aus dieser Bewegung raus. Diese Handbewegung zur Seite, unser Körper neigt sich zur Seite und wir sagen, hau ab. Und eure Hunde sagen, wow, geil, wir machen mit. Also das muss natürlich auch der Hund gelernt haben, wenn ihr diese komische Bewegung macht, dann bleibe ich auch hinten. Ich mache da nicht mit. Deswegen viele Nullrunden, viel ohne, dass ein Hund mal da ist, mal einen anderen Hund, einen imaginären anderen Hund mal wegschicken. Und dann eurem Hund aber auch mal sagen, ey, ich regel das. Du musst nicht mitmachen. Und wenn ihr natürlich keinen Hund vor euch habt, also weil ihr euch nur einen ausgedacht habt, ja, dann habt ihr auch Zeit, eure Hunde da mal so, ey, du bleibst schon hinten, hey, und den wieder mit einer Körpergeste auf die Seite bringen, wo er hingehört. Und wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt und dann eben an netten Hunden einfach mal im Unterricht, wir haben das dann auch jetzt am Wochenende gemacht, da haben die Hunde zum Schluss nicht mehr gepöbelt. Ich habe aber trotzdem gesagt, block die anderen Hunde ab. Und du hast einfach gesehen, wie die Hunde, ich habe da so ein ganz schönes Video von so einem kleinen Border Terrier, der am Anfang total angespannt gelaufen ist. Der hat nicht gepöbelt, nichts. Und dann habe ich zur Besitzerin gesagt, block mal jedem ab. Und auf einmal hebt der Hund den Kopf, schaut seine Besitzerin an und ist locker gelaufen. Also da haben wir, wie gesagt, vorher und nachher Videos. Es ist mega, mega cool, wenn man den Hunden einfach beisteht. Körpersprache, das solltet ihr natürlich halt auch sehen, übers Maul schlecken. Es ist jetzt nicht wieder, dass der Hund beschwichtigen möchte. Der Hund möchte da nicht beschwichtigen, der möchte auch nicht den gegenüberliegenden Hund beschwichtigen, sondern ist das Zeichen seines inneren Konfliktes. Wie Kaugummi kauen oder wenn man jetzt einen Bleistift in der Hand habe, Bleistift einfach so wippen oder wenn man sitzt, mit den Füßen wippen. Also einfach Stresszeichen und um mich zu beruhigen, schrecken sich halt sehr, sehr viele Hunde. Und da müsst ihr halt schon frühzeitig erkennen können, oh, mein Hund schlägt sich. Das kann ja schon auf 20, 30 Meter sein, dass der Hund sich schlägt. Und hier fängt aber die Hundebegegnung an, beziehungsweise hier fängt schon das Negative an, hier fängt schon euer Management an. Genau hier und nicht, wenn der Hund in der Leine steht und pöbelt und schreit, sondern wenn ihr merkt, oh, mein Hund schlägt sich. Jetzt kommt er in den Konflikt, jetzt kommt er in den Stress, jetzt muss ich halt einfach schauen, dass ich vielleicht, ist doch egal, zur Seite gehen, dass ich stehen bleibe, dass ich mal vielleicht meine Leine überprüfe, dass ich jetzt einfach schaue, gebe ich jetzt schon Druck. Hier fängt es an, im Schlecken und nicht, wie gesagt, wenn der Hund vorne in der Leine steht, weil dann ist es zu spät. Dann hat der Hund schon ja, zu viel Stress gehabt und da wart ihr schon nicht schnell genug im Management. Maul schließen, das ist oft das Zeichen für jetzt geht's los. Es ist halt natürlich immer ein bisschen einfacher zu sehen, alles, wenn man weiter weg steht. Aber es ist ganz, ganz, ganz häufig, dass ich zu den Leuten sage, pass auf, jetzt springt er in die Leine und dann ist er schon gesprungen. Weil ich halt einfach sehe, dass sich das Maul schließt. So, also auch da. Da hat er jetzt leider Gottes Doppelkonflikt gehabt, der Hund, weil hier tatsächlich auch die Katze gesessen ist. Also Hund, Katze, aber man sieht immer deutlich Hechel, Hechel, Hechel und Maul schließen. Hechel, 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 Maul schließen.
Und ich habe gesehen, genau in dem Moment, als das Maul zuging, hat er Taps gemacht. Und da habe ich jetzt auch gesagt, geh mal weg, weil ich sag, Katze da im Feld gesessen ist. Aber das seht ihr. Also Maul schließen, das seht ihr. Dann könnt ihr vielleicht noch mal besser Stand nehmen oder mal weggehen oder sowas. Das sehe ich beim kleinen Hund, das sehe ich beim großen Hund, das sehe ich beim Hund, der Fell hat, das sehe ich beim Hund, der vielleicht irgendeine Behinderung hat. Maul schließen, auch in der Jagd, wenn die Hunde noch hecheln, ist noch gut. Wenn sie nicht mehr hecheln, schieben sie meistens dann auch nach vorne, fangen zum Fixieren an, Maul schließen und dann knallen sie. Maul schließen, wieder hecheln, Maul schließen, wieder hecheln. Maul schließen und, ne, und dann kam auch dieser Wups nach vorne. Dieser kleine Wups, aber wie gesagt, eher auf die Katze. Und dann habe ich gesagt, geh mal weg. Pfote heben ist eine Anspannung. Sollte man auch wissen. Viele Hunde zeigen das. Dann auch da, wenn der Hund vielleicht noch 50 Meter entfernt ist und der sitzt so da und der hat so diese Pfote oben, wisst ihr, oh, da ist aber einer jetzt in der Anspannung drin. Oh, das kann gleich. Und jetzt müsst ihr handeln. Also fast noch einen Ticken vorher müsst ihr handeln. Und wie gesagt, nicht darauf warten und darauf warten und darauf warten und darauf warten und darauf warten, dass er nach vorne springt und dann abblocken oder dann abreglementieren oder sowas, sondern jetzt, wie gesagt, muss halt schon, dass ich mich vor meinem Hund hinstelle, dass ich weggehe, dass ich den anderen abblocke. Oder. Einfach mal die Hunde anschauen. Beziehungsweise, ich sage es immer wieder, Videos machen. Also, Zeichen einer Anspannung. So, dieses Video lasse ich jetzt einmal so durchlaufen. Und dann habe ich es präpariert, dieses Video. Wie gesagt, leider Gottes ist, wenn man das jetzt so ein bisschen in Slow Motion macht, nicht mehr ganz so scharf, aber man sieht es trotzdem. Das ist übrigens die Mutter meiner Welpen, das ist die Dora. Die hat einen Schutzhund. Und das passiert halt häufig, wenn die Leute mir zum Beispiel halt auch sagen, ja, Diane, dreimal geht da gut vorbei und da ist nichts und der läuft an der lockeren Leine und beim vierten Mal knallt er. Und dann muss ich natürlich den Leuten recht geben, weil der Hund hier wirklich an der lockeren Leine läuft. Also ihr seht, die Leine ist nicht gespannt. Die Leine ist auch von der Besitzerin nicht kurz genommen worden. Der Hund geht auch vorbei. Ja, aber wie er halt vorbeigeht. Und das sehen wir dann halt oft nicht, weil wir, wie gesagt, ja immer nur bewerten zwischen Leine kurz, Leine lang oder ich werde umgerissen und ich werde nicht umgerissen. Aber was passiert denn jetzt hier? Und das ist natürlich die andere Geschichte. Also, Blick. Mensch, Hund, beziehungsweise Hund auch zu Menschen. Hier, da schaut sie, was macht der Besitzer. Auch da wieder geht der Kopf rüber, gehen die Ohren rüber, orientiert sie sich einfach, was macht die da oben. Jetzt schränkt sie die Besitzerin ein. Seht ihr, sie geht so ein bisschen schräg vor die Besitzerin. Das ist ein Einschränken, Leute. Ganz wichtig. Und auf gleicher Höhe, wenn der andere Hund kommt, wird sie langsamer und jetzt kommt der Fixierblick zum anderen Hund. Und ich sage ja immer auch zu den Leuten, wenn die sagen, ja, mein Hund hat noch nie und zu Hause ist er ganz lieb mit Kindern oder zu Hause ist er ganz lieb mit der Katze, wo ich sage, Leute, ich will es selber sehen. Also, wenn ich mir da ein Bild davon gemacht habe, weil ihr auch häufig und sehr, sehr, sehr häufig Signale nicht
seht, den der Hund euch gibt. Also noch einmal. Hier Blick Mensch zum Hund, also seht ihr jetzt nicht, und eben Hund zum Menschen. Schaut auch dieses innere Öhrchen an, das eine wappt, das andere ist angespannt, ist beim Besitzer. Wie gesagt, hier nochmal Blick, also nicht direkt Blick, kein Dauerblick und kein Blick hoch in die Augen, aber der Hund schaut trotzdem her und die kriegen ja trotzdem Film. Dann diese Bewegungseinschränkung, dann dieses Kopfsenken, dieses Blinzeln, ne, die verlangsamte Bewegung aus dem lockeren Trab in den Imponierschritt, in den langsamen Schritt rüber fixiert, da geht schon eine Menge ab. Und dann kann es, wie gesagt, sein, dass er dreimal nett ist und beim vierten Mal knallt halt euer Hund dann nach vorne. Dann auch hier dieses Hinlegen, das wird häufig, ja, mein Hund, der macht immer ganz viel Spielaufforderung oder mein Hund hat zu viel Angst in der Hundebegegnung. Was ist das denn? Ja, der legt sich immer hin. Hier sieht man auch ganz deutlich, deswegen finde ich das Slow Motion auch richtig toll, diese Hündin hechelt nicht wirklich, sondern diese Hündin saugt sich Duftstoffe über dieses Jakobsche Organ auf. Ihr seht einfach auch, wie die immer so ein bisschen klappert mit dem Maul. Das ist nicht, wie gesagt, dieses typische Hecheln. Dann wird ihr die Zunge hier raushängen und sie saugt da einfach Luft auf. Also sie orientiert sich schon und sie nimmt sich schon Duftstoffe von dem Hund, der jetzt gerade entgegenkommt. Seht ihr das? Also da ist keine Zungenbeteiligung dabei. Jetzt, da kam so eine Saugbewegung. Da klappern sie und dann saugen sie halt eben Düfte ein. Und oben am Gaumen ist dieses Jakobsche Organ. Und da sind halt eben die Hunde, wo sie dann Pheromone oder also Sexualhormone auch aufnehmen können und unterschiedliche Hormone. So, und jetzt geht sie runter. Und es wird sehr, sehr häufig auch als Spielaufforderung gewertet, als Angstzeichen. Immer wenn da ein Hund kommt hin, legt sich mein Hund hin. Und in der Zeitlupe finde ich, und da kommt nochmal dieser Kontrollblick zur Besitzerin, was macht die denn? Und jetzt kommt dieses ganz heftige auch anfixieren, Schwerpunkt nach vorne schieben zum anderen Hund. Und jetzt schiebt sie wieder die Nase vor. Ja, nichts Nettes. Und für den gegenüberliegenden Hund, auch da kommt eben sehr, sehr häufig dieses Ja, der hat doch nichts getan, der andere, der hat sich doch nur hingelegt. Ja, aber schaut euch einfach mal an, wie der fixiert. Was da für ein Blick, jetzt kommt nochmal Kontrollblick zur Besitzerin, die war jetzt so ein bisschen überrascht, die Hündin, warum sie es denn heute machen darf, weil ich zur Besitzerin auch gesagt habe, lass sie es mal machen, weil ich brauche das halt jetzt fürs Video. Deswegen die Hündin so, hä? Weil normalerweise geht auch die Besitzerin sofort hin zu dem Hund und lässt ihn wieder aufstehen. Genau, und dann kommt eben der andere Hund und dann kann es eben auch sein, dass sie nach vorne schießt. Aber alleine, wenn mein Hund, der jetzt hier vorbeigeht, diesen Blick aushalten muss und wird dann noch auf die falsche Seite geführt, ist es halt nicht so angenehm dann auch für mein Hündchen. Auch hier übrigens, wie die Hündin liegt, die rechte Pfote, ich sage immer, wenn ihr noch so eine Hand durchstecken könnt, ist immer auch so ein Zeichen von Erregung. Also die liegt jetzt auch nicht entspannt, diese Hündin. Ich sage ja, die hat auch keine positiven Vorhaben. Sie will jetzt, wie gesagt, auf den anderen Hund draufspringen und den anderen Hund jetzt einmal attackieren. Und alle denken, oh, der Hund ist so brav, der Hund ist aber jetzt so schön im Platz. Ich weiß nicht, kommt da jetzt noch irgendwie ein anderer Hund? Ach, da geht er gerade vorbei. Genau. Bedrängen, auch das ganz wichtig. Überprüft mal, wie häufig euch eure Hunde bedrängen. Lümmeln sich eure Hunde dran an euch? Berühren euch eure Hunde? Manipulieren euch eventuell eure Hunde? Dorthin, wo sie auch, wo euch der Hund auch haben möchte, geht mal in der Mitte von einem Feldweg, in der Mitte von einer nicht viel befahrenen Straße und schaut mal, ob ihr auf der Mitte bleiben könnt. Oder ob euch euer Hund eben so manipuliert und euch der Hund wie in diesen Fällen sich dranlümmelt, auch hier in dem Fall auf den Fuß drauf steigt oder
wenn ihr auf der Mitte von so einem Feldweg geht, der Hund sich so dran lehnt an euch und ihr automatisch dann zur Seite geht. Also überprüft das mal. Ganz häufig machen das eben auch Hunde, die in diese Leinenbegegnungen oder Hundebegegnungen nach vorne gehen. Die lümmeln sich an ihre Besitzer, auch im Platz lümmeln sie sich an ihre Besitzer. Ja, weil sie da natürlich nicht den Besitzer angucken müssen. Jetzt weiß doch der Hund, wo ihr seid. Ne? Diese Hunde wissen immer, wo sind die Besitzer. Entweder ich hänge da mit dem Popo irgendwie an meinem Besitzer oder mit der Schulter berühre ich meinen Besitzer. Ja, jetzt kann ich natürlich auch das Gegenüber angucken. Und da muss ich nicht mehr euch angucken, sondern ich weiß, wo ihr seid. Und wenn ihr weggeht, dann kriege ich das ja sofort auch mit, weil dann ist ja auch der Kontakt zwischen uns beiden und dann kann ich ja auch mal gucken gerne. Das ist so krass, wie viel uns die Hunde hier manipulieren, auch wie diese Husky-Schäferhund-Mischlingshündin, die manipuliert, die drückt ihre Besitzerin zur Seite, auch in der Hundebegegnung drückt die einfach rüber und auf einmal knallt sie dann nach vorne. Schaufelt euch da auch frei, macht euch da auch frei, geht in Richtung Hund und sagt, haltet den Individualabstand. Und wenn euch eben der Hund erwischen möchte, dann erwischt er euch. Und wenn er uns nicht erwischen möchte, dann erwischt er uns auch nicht. Also das ist meine kleine Charlotte. Hier steht die Isabelle oder ich, keine Ahnung, wer das jetzt gerade ist. Und sie springt hoch. Also es geht ja hier um den Hund. Der Hund springt hoch. Ja, aber er macht keinen Pfoteneinsatz. Weil wie gesagt, wenn der Hund Pfoteneinsatz machen möchte, also wenn der Hund uns reglementieren möchte und wenn der Hund seine Zähne einsetzen möchte, dann macht er das, dann erwischt er uns. Und wenn er uns nicht erwischen möchte, dann will er uns auch nicht erwischen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Dann noch schnell den Besitzerverhalten. Blick, wohin guckt ihr denn? Hand aufs Herz, wo schaut ihr denn hin, wenn ein Hund entgegenkommt? Zum fremden Hund, zum eigenen Hund? Weg von beiden Hunden oder wechselnd zu beiden Hunden? Das bedeutet euer Hund, den anderen Hund, euer Hund, den anderen Hund, euren Hund, den anderen Hund. Kann natürlich auch so ein Auslöser sein, weil ihr eurem Hund mit diesem Wechsel ganz genau sagt, Hund, also fremder Hund, um den geht es, dann guckt ihr euren Hund an, wir zwei, dann schaut er wieder den anderen Hund an, den, dann schaut er wieder euren Hund an, wir beide, dann schaut er wieder den fremden Hund an, um den geht's. Und dann geht es meistens los. Weil Hunde so halt einfach auch kommunizieren. Ne? Also auch wenn es um eine Ressource geht, kommunizieren Hunde über Blicke. Das bedeutet, ein Hund schaut dann zum Beispiel auf ein Hackschnitzel. Dann, also sehe ich ja öfter auch immer in meinen Hundengruppen, ein Hund ist jetzt egal, auf ein Loch schaut ein Hund oder auf ein Hackschnitzel oder auf dem Schattenplatz, ist jetzt völlig egal, oder auf den Trinknapf. So. Und dann fixiert er den Hund an, mit dem er jetzt so ein bisschen zum Stänken anfangen möchte. Dann schaut man nochmal auf das, um was man raufen möchte. Und dann schaut man nochmal auf den Hund, den man anstänkern möchte. Und jetzt kommt es halt immer darauf an, was der andere Hund halt sagt. Sagt der andere Hund, nö, interessiert mich nicht, kannst mich mal, ich werde doch jetzt hier nicht um Wasser raufen. Ja, dann wird wahrscheinlich keine Rauferei zustande gehen. Wenn euer Hund jetzt aber sagt, ich habe auch Durst, und der eine Hund, euren Hund, den Wassernapf, euren Hund, den Wassernapf und euren Hund anschaut, dann kann es losgehen. Ohne Knurren, ohne irgendwie und die Hunde gehen aufeinander los. Ist halt einfach drin, weil wie gesagt, Hunde können ja nicht sprechen. Also zumindest jetzt nicht so, wie wir halt jetzt sprechen. Da geht es über Blicke. Und wenn ich, wie gesagt, wenn man den anderen Hund, meinen Hund, anderen Hund, meinen Hund anschaue, dann kann das halt einfach auch sein, dass es der Auslöser ist, wir zwei gegen den einen. Und ganz viele Besitzer sind aber auch schon offiziell in diesem Suchverhalten. Die gehen schon, wo ist das Reh, wo ist der andere Hund, wo ist der andere Hund? Und lösen aufgrund dessen halt einfach auch den eigenen Hund aus, weil der eigene Hund sagt, ja, warum gehst du heute schon wieder so angespannt und warum schaust und lurrst du schon ja, hinter jeder Gartenzaun und hinter jeder Ecke. Also, ne, du bist so komisch, ja, mach ich mal mit. Wenn du so hibbelig bist, dann bin ich auch hibbelig. Übrigens auch schon mal passiert. Ganz interessant, ich bin mal Weihnachten vor, weiß ich nicht, 3 oder 4 Jahren, wollte ich unbedingt mal durch so eine Siedlung gehen, wo wirklich ganz viel Kitsch ist. Ne, da habe ich gesagt, Mama, ich möchte mal
irgendwie mal durch so eine Siedlung gehen, die ganz viele Weihnachtsbäume und ganz viel Kitsch da im Garten haben. So, und dann haben wir die Hunde mitgenommen. Und wie gesagt, meine Hunde haben ja jetzt wenig Probleme in der Hundebegegnung, weil sie halt wissen, ich manage das. So, und wir sind da halt eben durch die Siedlung gegangen, die Schäferhündin dabei. Und dann hat mir meine Schäferhündin einen Hund attackiert. Und ich so, was ist denn jetzt los? Kennt sie nicht. Na, so wieder dieser typische Satz, das hat sie noch nie gemacht. 2 Tage oder 3 Tage später sind wir in den Zoo gegangen. Und da waren viele Hunde, da waren Rehe, ne, also in so einem Tiergarten, also jetzt nicht so ein Riesenzoo, aber in so einem Tiergarten hier in Straubing. Nix. Hündin relativ entspannt, Hündin niemanden attackiert, nix. Und dann sagt meine Mutter zu mir, weil ich sage, komisch, gell, dass die da vor 3 Tagen den einen Hund da angemacht hat, ist ja schon komisch. Und dann sagt sie, ja, Diane, jetzt fällt mir gerade echt was auf. Dann sage ich, ja, was denn? Ja, du gehst doch heute ja recht lustlos. Sage ich, du kennst das Dromedar da hinten, du kennst den Tiger, wir gehen ja da öfter mal hin, du kennst einfach alle Tiere schon hier in diesem Zoo, du schaust die Tiere nicht so bewusst an. Aber als wir gestern oder halt vor 3 Tagen durch die Siedlung gegangen bin, du bist halt gegangen, bist stehen geblieben, hast geguckt und man beugt sich ja dann eben auch hoch oder man macht sich auch groß, um über den Zaun zu gucken und dann man reckt den Kopf und man streckt den Kopf und, ne, und nach rechts und nach links und mein treuer und pflichtbewusster Malinois hat halt anscheinend gedacht, in jedem Haus ist jetzt hier Taliban und ich mach mit. So. Und die hat dann einfach mitgemacht. Also nur dieses Verhalten von mir, nur dieses eigentliche unscheinbare Gucken nach irgendwelchen Christbaumschmuck, weil ich ja wirklich total ja, also, ja, drüber war, was denn manche Leute sich so in diese Fenster reinhängen und in den Garten reinstellen. Und ich war, wie gesagt, nur und groß und so hin und her. Und dann bin ich auch wieder 2, 3 Schritte zurück und habe gesagt, guck mal, Mama, hat reingezeigt in die Gärten. Und mein Hund hat gesagt, boah, fuck, und ist halt mit. Und dann kam halt der Hund und dann ist sie mit reingestiegen. Also, Blicke können ganz schön was auslösen. Anja fragt jetzt, ist drüber gucken am besten? Ja, oder halt so 3 Meter, 4 Meter vor einem in den Boden reinstarren, dass der Kopf jetzt nicht direkt gesenkt ist, aber auch nicht unnatürlich irgendwie am Himmel gucken, weil das machen wir sonst nicht. Genau, also so 3, 4 Meter vor uns oder so ein bisschen seitlich zu unserem Hund, vor unserem Hund in den Boden reingucken. Genau, so mache ich das auch immer. Körpersprache, auch dein, wohin ist dein Körper gerichtet, wenn ein Hund entgegenkommt, zum fremden Hund, zum eigenen Hund, drehen wir uns weg, gehen wir hin, was machen wir denn da? Auch da können wir natürlich ausrichten, unseren Hund. Wenn ich schon zum anderen Hund gucke und unsere Schulter schon zum anderen Hund, dann kann es der Auslöser für meinen Hund sein, nach vorne zu knallen. Genau, dann unser allgemeines Verhalten in der Hundebegegnung. Lassen wir die Hunde an der Leine oder haben wir die Hunde an der Leine, am Anfang an der Leine begrüßen lassen. Für uns eben immer so ein komplettes No-Go. Also für uns, ich habe mehrere Trainer, deswegen nicht, weil ich 4 Personen in einer bin, sondern weil ich mehrere Trainer habe. Eben dieses klare No-Go, weil eben bei uns die Leine Ruhe und Schutz bedeutet. Und man kann eben nicht erwarten, wenn Hunde an der Leine spielen dürfen, also viel Action, dass sie dann im Biergarten ordentlich unter uns nehmen oder eben in der Hundebegegnung ordentlich aneinander vorbeigehen, wenn ich denn dann mal möchte. Aber ansonsten möchte ich ja eigentlich auch, dass mein Hund immer spielt. Aber mit dem mag ich nicht, weil da mag ich den Nachbarn nicht. Das verstehen halt einfach die Hunde. Wenn eben viele Hunde sind in der Erwartungshaltung, spielen zu dürfen, und genau deswegen führen sie sich halt so an der Leine auf, weil sie auch in der Vergangenheit gelernt haben, je mehr ich mich aufführe, desto eher komme ich von der Leine, desto schneller leint mich mein Besitzer ab, weil dieses Verhalten ist uns ja dann natürlich auch unangenehm von unseren Hunden und deswegen leinen wir ihn dann natürlich auch schnell ab. Und begrüßen eben an der Leine, für mich eben, wie gesagt, nicht, weil ich erwarte von meinen 5 Hunden, also 5, weil den Krümel hat ja meine Mama da hinten,
dass sie halt einfach eine Hundebegegnung folgendes machen: Ruhe, aber auch die gelernte Ruhe, nicht die antrainierte Ruhe, sondern die gelernte Ruhe. Wirklich die Ruhe, ja, da kommt halt ein Hund und ja, mei. Ich habe auch eine Familie bei mir, da hat die Mutter einen Hund und die Tochter einen Hund und die haben tatsächlich in Corona-Lockdown 2 und 3 meine Vorträge auch über die Laienführigkeit und alles angehört und haben das dann tatsächlich draußen durchgezogen. Und jetzt sind die beiden auch bei mir im Unterricht, die wohnen in meiner Nähe. Und es wird, ja, es ist jetzt schon viel besser geworden in der Hundebegegnung, muss ich sagen. Aber es ist halt, der letzte i-Tüpfelchen ist noch nicht da. Und sie sagen: Du, Diane, wir bleiben stehen, wir halten andere Menschen an. Ich gehe bewusst dahin, wo Hunde, ich lasse ihn sitzen. Aber irgendwie, die hören nicht auf. Und dann, ich weiß jetzt gar nicht, welches Thema ich hatte im Training, weil wir haben ja auch jede Woche andere Themen. Und dann rede ich und dann war die Tochter da. Und dann sagt sie auf einmal zu mir: Diane, jetzt habe ich mal eine Frage. Und zwar, wenn sich unsere beiden Hunde treffen, beziehungsweise ich passe öfter mal auf den Hund von der Mama auf und die Mama passt öfter mal den Hund von mir auf. Kann es da vielleicht dran liegen, dass unsere Hunde in der Hundebegegnung immer noch nicht hundertprozentig ruhig sind, weil die dann gleich spielen dürfen? Und ich habe die ange, ich glaube, ich habe die angeguckt, ne? Mir ist die Kinnlade runtergefallen, da sage ich, ja, schon. Sage ich, also jetzt sage ich das schon in so vielen Webinaren und in so vielen Trainings, Stunden, wo ihr hier seid, dass ihr Hunde nicht spielen lässt. Ja, wir haben das immer auf fremde Hunde bezogen. Wir haben das aber nie auf unsere bezogen. Also das heißt, die treffen sich halt ein paar Mal in der Woche, die Hunde, ja, und dürfen immer spielen. Und immer ist diese Erwartungshaltung, da kommt einer und ich darf spielen. Und dann können die sich natürlich dumm und deppert an anderen, an fremden Hunden trainieren, wenn die das halt mit ihren eigenen Hunden, ja, so praktizieren. Und wie gesagt, ich erwarte eben eine gelernte Ruhe, dieses, ja, mei, dann wird halt nicht gespielt. Von 100 Hunden darfst du vielleicht einmal Kontakt aufnehmen. Und meine Hunde, ist, das ist nicht so diese antrainierte Ruhe. Ja, wenn du jetzt 5 Minuten ruhig bist, dann darfst du spielen, sondern ist es wirklich immer das, du darfst einmal von 100 Mal. Also 99 Mal ist eine Nullrunde von dir. Und deswegen sind da meine Hunde auch einfach gechillt. Ich treffe mich sehr oft mit anderen Hundetrainern oder mit meinen Hundetrainern. Dann gehen wir aber auch gemeinsam los. Und da haben wir auch gerne und gut auch mal Gruppen von 15 Hunden. Aber da ist halt einfach auch das Spiel nicht im Vordergrund, weil wir haben alle Hunde, die dann sehr, ja, neutral sind. Wir haben da immer Hunde, ja, die einfach gehen. Der eine macht den anderen keine Spielaufforderung und ja, dann gehen da halt einfach 15 Hunde umeinander. Und wie gesagt, ich erwarte halt einfach von meinen Hunden einen Sitzbleib oder vorbeigehen an der lockeren Leine, wenn ich halt Platz habe zum Ausweichen. Und das natürlich von Anfang an, auch wenn es mit dem Welpen natürlich Zeit gekostet hat, weil ich halt für meine Hunde der sozialen Spielpartner sein möchte, weil ich finde, dass Hunde an der Leine nicht richtig kommunizieren können und ich einfach nicht möchte, dass meine Hunde ungefragt zu anderen Hunden hinrennen. Und wenn es dann doch zum Sozialspiel kommt, dann auch mit dem Ritual, Hunde warten lassen, warten, dass er wirklich ruhig ist. Und wenn er nicht wirklich ruhig ist, ja, dann wird halt einfach auch mal nicht gespielt. Und dann Sitz, also wirklich ritualisiert wieder Sitz, ableinen. Ableinen bedeutet nicht losstarten, sondern ableinen bedeutet warten. Eventuell ein Blickkontakt und dann halt ein Laufkommando. Und ich rufe aber auch immer mal wieder die Hunde raus. Und lass sie wieder rein und ruf sie wieder her. Das hat die Hunde lernen. Nicht, wenn der Hund oder der Besitzer ruft, dann ist das ganze Spiel vorbei, sondern rufen, kommen, Keks und du darfst wieder rein. Aber wie gesagt, nicht immer und eben vor allem auch bei bekannten Hunden drauf achten. Na, ganz, ganz, ganz wichtig. Und das muss auch noch gesagt werden, ja, wenn es doch einfach klappt beim täglichen Spaziergang. Ihr geht immer mit dem Nachbarn, an dem Nachbarn ordentlich vorbei. Und es klappt. Warum ändern wir das? Warum machen wir das denn kaputt? Weil wir dann irgendwann nach einem Jahr sagen, du, unsere Hunde können doch mal schnuppern. Na, also wenn die Erwartungshaltung vom Hund bisher einfach ist, vorbeigehen und nichts tun, warum ändere ich das denn jetzt in stehen bleiben und schnüffeln? Auch da mal fragen. Die große Problematik ist auch die zu wenig Hundebegegnungen, dass immer Leute sagen, ja, Diane, bei mir zu Hause,
Da ist der immer so brav, der Hund. Bei mir zu Hause, ja, da macht er nichts, da zieht er nicht an der Leine, da bellt er nicht, ich verstehe das nicht. Und ja, und bei dir fühlt es sich immer so auf. Ich schäme mich schon, wenn ich komme, weil wirklich, Diane, der ist so brav zu Hause. Der macht nichts und er tut nichts und er ist so brav. Ja, wie viele Hundebegegnungen hast du denn zu Hause? Ja, wir wohnen in der Pampa. Da haben wir niemanden. Ja, logisch ist das doch dann auch logisch, dass er in der Hundeschule austickt, wenn er dann auf einmal 5 Hunde da hat, wenn er beim Spaziergang nie einen Hund sieht und wenn er nie gelernt hat, da einfach auch ruhig zu sein. Deswegen auch die Frage, wie viele Hunde trefft ihr denn beim Spaziergang? Die Antwort, ja, ich wohne in der Pampa und ich treffe nie einen Hund oder ich weiche halt immer aus. Wie soll denn der Hund da lernen, sich zu benehmen, wenn wir nie an Hunden trainieren? Und auch da noch eine Kritik, wenn wir reine Welpenspielgruppen oder Hundetagesstätten haben, wo Hunde nur unkontrolliert umeinander flitzen und umeinander laufen dürfen, dann verändert es das Verhalten in den Hundebegegnungen natürlich in der Regel immer negativ, weil hier der Hund halt einfach lernt, Hunde heißt spielen. Und wir haben keine Welpenspielgruppen, wir haben Basisstunden mit dem Motto erst die Arbeit, dann das Vergnügen oder eben auch mal nicht spielen. Und wenn ich merke, dass so ein Hund in so eine Erwartungshaltung reinrutscht, wir haben Hunde, die schauen quasi auf die Uhr und sagen, aha, 55 Minuten wird trainiert und 5 Minuten Verschluss, dann darf ich immer spielen. Und wenn ich merke, die Hunde kommen dann schon in so eine Erwartungshaltung, ja, dann müssen sie halt wieder eine Zeit lang zuschauen, bis sie wieder lernen. Ja, das sind jetzt Hunde, die spielen auch miteinander, aber ich darf nicht jedes Mal flitzen. Anke schreibt jetzt gerade, leider gibt es viel zu viele Menschen, die, ja, die das einfach nicht verstehen. Ne? Deswegen meide ich auch, ja, Anke. Thema ist, ich meide auch. Also ich gehe auch in der Regel da spazieren, wo keine Hunde sind. Meine haben, wie gesagt, sehr viel Hundekontakt, ne? Einfach auch schon durch die Hundeschule und durch die, na, wie heißt es, durch die Hundepension. Ich gehe öfter mal in die Isar, wo ich eben großflächig ausweichen kann. Ich würde jetzt nicht irgendwo gehen, wo ich weiß, dass Leute unkontrolliert Hunde umeinander spielen lassen. Ich schaue auch und ich weiche auch aus, ne? Muss ich schon sagen. Wie gesagt, wenn ich mich mit Hunden treffe, dann treffe ich mich mit den Hunden, die ich kenne, die Besitzer, die ich kenne, wo ich weiß, die managen das auch. Die sind auch mal dann nicht böse, wenn der Hund meinen anpöbelt und ich sage, hau mal ab. Und dann ist das alles ganz easy peasy. Ja, da hast du schon völlig recht. Und was macht ihr denn, wenn ihr dann wirklich in der Hundebegegnung seid? Weicht ihr aus? Rennt ihr quasi schnell vorbei, Leine zerrend, kommt die Kommando, Sitz, Platz, aus, Fuß, nein, nein, komm, nein, Fuß. Und wichtig ist eben, lasst eure Hunde die Situation erleben, sprecht andere Besitzer an, fragt einfach mal andere Besitzer, ob diese ja mal warten können oder ob der andere Besitzer mal ein paar Mal vorbeigehen kann oder ob der andere Besitzer sich auf 3 Meter oder auf 4 Meter oder 5 Meter wirklich mal hinstellen kann und ihr trainiert wirklich mal, dass euer Hund da auf gleicher Höhe ruhig ist. Und es ist logisch, dass dieses Verhalten natürlich nicht von heute auf morgen kommt. Und dann macht ihr einfach auch mal ein Tagebuch und dann schreibt ihr mal auf, wie der Hund beim ersten Tag war. Da ist er schreiend in der Leine gestanden. 2 Wochen später schreit er nicht mehr, steht aber noch in der Leine. 2 Wochen später steht der Hund schon mal auf alle 4 Beinen und dann seht ihr doch einen Fortschritt. Ne? Und wenn ihr sagt, ja, aber jetzt nach 4 Wochen ist er noch nicht ruhig, dann ist es natürlich nicht so motivierend für euch. Wenn ihr aber sagt, schau mal, ich habe wirklich eigentlich fast alle 2 Wochen wirklich Erfolg vom Schreien, im Nichtschreien, von auf 2 Beine stehen, auf 4 Beine stehen, von 4 Beine stehen, auf Sitz, ne? Und dann langsam halt einfach dran arbeiten. Ganz, ganz, ganz wichtig. Marion, die Welpengruppe war unser Waterloo. Es waren viele größere Hunde bei, die sich alle dann auf ihn gestürzt haben. Der Trainer, toll, ein Bulltiere, der sich so schnell unterwirft, habe ich noch nicht gesehen, seitdem war Schluss. Ganz genau, sehe ich, höre ich ganz, ganz, ganz häufig Marion allgemein bei Terriern. Na, also ich hatte auch mal einen Terrier, der war auch in einer anderen Hundeschule und genau das Gleiche, beziehungsweise die war in 3 Hundeschulen in München und dann ist sie von München zu mir gekommen
und habe die Hundetrainerausbildung gemacht und auch da das Gleiche, alle Hunde drüber gelaufen und auch dieses, ja, der Hund muss das selber machen, das ist ein Terrier, der muss von vornherein lernen, sich zu unterwerfen. Und alle sind drüber gelatscht und der Hund hat eins gelernt, ich gucke zu meinem Besitzer, mein Besitzer greift nicht ein, mein Besitzer rettet mich nicht und zack, bumm, der war in so einer krassen Laienaggressivität drin. Das war richtig, richtig traurig. Und das passiert halt häufig. Und gerade Welpen, immer, die können das nicht alleine regeln. Deswegen habe ich übrigens auch keine reinen Welpenspielgruppen, ne? Ich habe immer erwachsene Hunde dabei und lasse dann auch mit ruhig laufen und dann sehr wohl ja auch mal Wilde mit Wilde, ne? Aber ich schaue da schon immer, dass da auch erwachsene Hunde sind, die so ein bisschen auch ein Auge drauf haben. Genau, ja, seitdem will er jeden Hund killen. Und das Schlimme ist, jetzt hast du ein Bulltier und dann kommt halt diese Sache, Marion, ja, böser Hund und da sieht man mal Kampfhund und das verunsichert dann natürlich als Besitzer von einem Bulltier noch mehr. Und ja, ganz zum Kotzen. Also es ist wirklich zum Kotzen. Also diese Welpenspielgruppen oder Hundepensionen, wie gesagt, wir lassen auch laufen, weil ich schon auch finde, also gerade bei Hunden, die Probleme haben mit anderen Hunden, die müssen abgesichert dann auch im Maulkorb in der Hundebegegnung rein. Ein Hund, der nicht mehr weiß, wie er kommuniziert, der muss in der Hundegruppe rein, aber eben mit auserwählten Hunden. Das ist wichtig. Mit auserwählten Hunden. Die Wilden kriegen dann auch mal einen Hund rein, der nicht spielen möchte, dass sie eben auch lernen. Ja, Hunde sind nicht zum Spielen da. Die Wilden kriegen aber auch mal einen Wilden rein. Die Ruhigen kriegen Ruhige rein. Oder Erwachsene, die halt einfach auch nicht spielen wollen, dass sie die mal angucken können, ganz, ganz wichtig. Diana, was hältst du von Ablenken mit Futter in der Hundebegegnung? Habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Also Ablenken ist für mich immer ein No-Go, weil ich möchte halt bewusst, dass mein Hund die Situation eben wahrnimmt. Weil sonst muss ich ja immer, bevor mein Hund einen anderen Hund sehen, den, also ich muss ja schon meinen, also ich muss den anderen Hund, so heißt es, einen anderen Hund vor meinem Hund ja schon sehen, dass ich ihn ablenken kann. Ich will immer, dass mein Hund Hunde bewusst anschaut und lernt, ruhig zu sein. Das will ich. So gehe ich durchs Leben, weil dann muss nicht ich wieder so viel gucken, dann bin ich nicht so im Stress. Viele Hunde sind natürlich auch so, dass sie in dem Stress ja gar nichts mehr fressen. Und dann, wie gesagt, ein Hund, der jetzt aus Lust nach vorne geht, der wird dir eh keinen Keks nehmen. Das ist halt immer das. Ja, Marion, mir tut es fürchterlich leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe viele Molosse gerade im Moment auch wieder im Training, bin da auch wieder ganz, ganz, ganz happy. Genau, weil sie sind halt einfach cool. Ich werde auch übrigens immer wieder angerufen, nimmst du auch Schwierigungen in die Pension, nimmst du auch K2-Hunde in die Pension? Ja, freilich nehme ich die in die Pension. Also warum soll ich jetzt keinen Kategorie 2-Hund in die Pension nehmen? Ich bin mehr von einem Golden Retriever in meiner Hundeschulzeit gebissen worden, als jetzt von jedem anderen Hund. Also an mir, also die Hunde, die mich am meisten attackiert und gebissen haben, waren die Golden Retriever und die Border Collies. Genau, die Molosser, die sind da weit, weit, weit hinten, muss ich sagen. Was lernt denn hierbei eben auch der Hund, wenn eben dieses Leinegezerre und alles hier ist? Der Hund lernt, kein Hund heißt Ruhe. Hund wird gesehen, dann fangen die Hunde schon an mit der Unruhe und auf gleicher Höhe ausflippen. Hund, der andere Hund ist wieder im Abstand, die Unruhe wird weniger und der andere Hund ist weg und dann ist wieder Ruhe. Und der Hund soll auch viel mehr lernen. Kein Hund, wir sehen einen Hund, Hund auf gleicher Höhe, Hund wieder Abstand, der andere Hund weg und alles ist Ruhe. Das sollte doch der Hund lernen. Und deswegen, wie gesagt, bin ich auch manchmal immer so vorsichtig, wenn es um Leckerchen geht, weil ich dann eben auch oft Unruhe mache. Also ich bewerte so eine Situation auch sehr, sehr häufig. Und deswegen, also meine kriegen keine Kekse. Wie gesagt, ich arbeite auch wenig mit Keksen. Ich arbeite natürlich für Sitz und Bleib und Rückruf. Das ist überhaupt gar kein Thema. Aber für solche Sachen arbeite ich ganz, ganz, ganz wenig mit Keksen. Und das ist halt auch der springende Punkt, weshalb Hunde in der Hundeschule
oft ruhiger sind, weil sie gelernt haben, ich pöbel, ich werke, ich schreie, ich hänge in der Leine und der andere Hund geht nicht weg. Da brauche ich gar nicht meine Energie reinschießen, weil der andere geht eh nicht weg. Und beim Spaziergang weiß ich, der andere geht weg und da ist wieder Unruhe und da kann ich wieder mein Szenario machen. Und deswegen, wie gesagt, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, stehen zu bleiben, den anderen bitten, auch stehen zu bleiben und die Sache einfach mal auf gut bohrisch auszuschmatzen. Und es ist egal, wie peinlich das ist und wie lange das dauert und wie lange das dauert, bis der Hund ruhig gibt, aber die hören alle irgendwann mal. Und die meisten Leute sagen, ich hätte es nie gedacht und doch hören die Hunde teilweise nach 5 Minuten, 10 Minuten auf. Die anderen haben leider Angst, ja, das ist häufig dann halt das Problem. Ne? Wenn, natürlich, ja, also ich hatte auch mal eine Malinois im Training, da wusste ich schon von dem Hund, da war er noch nicht bei mir im Training. Und da haben die Leute natürlich schon gesagt, oh, wenn der kommt, habe ich so viel Angst. Ich renne da schon immer ganz schnell weg und auf einmal stand der Hund bei mir im Training. Und ich so, oh Gott, ist das der? Um Gottes Willen. Ja, da muss ich halt tatsächlich vielleicht mit der irgendwelchen Figurantenhunden mal arbeiten. Dann frage ich halt mal im Bekanntenkreis nach oder bei Arbeitskollegen und dann sage ich halt, kannst du da vielleicht mal wirklich stehen bleiben? Oder ich suche bewusst auch mal einen Hund auf, der vielleicht mal hinterm Gartenzaun pöbelt und bleibt mit meinem Hund da mal stehen. Und jetzt das letzte Thema, Strafe bzw. Verhaltensabbruch. Und vorab, ich möchte keine Diskussion starten, ob es wirklich richtig oder falsch ist, seinen Hund abzustrafen. Weil man es halt einfach auch manchmal macht, selbst wenn man es nicht möchte. Und wie gesagt, selbst wenn ich halt einfach nur eine Leine kurz nehme, ist das ja eigentlich schon eine Strafe. Also wie gesagt, gerade Leute in der Hundebegegnung, die Probleme in der Hundebegegnung haben mit Schreien, mit in der Leine springenden Leine, ist dann halt einfach auch mal ein Leinenruck drin. Ich muss sagen, ich bin kein Befürworter vom Leinenruck bei mir. Gibt sowas nicht, aber wenn die Leute die ersten 5 Stunden bei mir sind, dann scheiße ich die jetzt da nicht voll an, oh, da ist schon wieder geruckt und nein und überhaupt, weil man halt einfach auch Angst hat. Ne? Man hat schon selber negative Erlebnisse, man ist vielleicht schon hingefallen, man nimmt automatisch die Leine kürzer, man ruckt automatisch mal, man zieht den Hund unsanft her, weil man ja natürlich auch als Mensch selber ja, selber schon diese negativen Erfahrungen gemacht hat. Und von dem her, ja, sieht man auch mal einen Leinenruck bei mir im Unterricht. Wie gesagt, ich bin kein Befürworter, aber ich scheiße jetzt die Leute nicht noch zusammen, weil dann die Leute natürlich noch mehr unsicher werden. Jetzt sind sie eh schon unsicher, jetzt schaut man sie ja eh schon ab, sie schämen sich. Und jetzt sage ich noch, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht, dann baue ich halt noch mehr Druck auf. Sag zwar schon, schau mal, dass du jetzt nicht ruckst und mach dann einen Knoten in die Leine und sag schon mal, bis dahin nimmst du die Leine und gib ihm mal ein bisschen mehr Freiraum. Aber wie gesagt, das wäre ja eigentlich auch schon eine Strafe. Ne? Und deswegen, wie gesagt, ist diese Frage halt immer sehr doof. Und wie gesagt, ich möchte auch da keine Diskussion. Die meisten Leute in der Hundebegegnung aber eh schon total überfordert sind, empfehle ich überhaupt gar keinen Abbruch über Diskscheibe oder Wasser oder etc. zu lernen, zu setzen, sondern wirklich dieses Runterkommen, wieder Vertrauen zu fassen und keine Angst mehr zu haben. Weil die Leute ja schon in der Regel Sitzplatz aus, nein, Stopp, Runterdrück, Hergereise und alles haben und auch wirklich diesen Teufelskreis unterbrechen möchte. Habe ich jetzt allerdings einen Hund. Ja, der jetzt mal wirklich aus dopaminmäßigen Sachen nach vorne knallt und sagt, ich habe jetzt richtig Bock da drauf, ja, den kann ich doch dann auch mal eine bewegungseinschränkende Maßnahme machen. Ich muss nicht draufkloppen und einen Hund abzubrechen. Das ist halt einfach immer auch ganz wichtig. Und was ich halt auch immer finde, unsere Hunde sollten nicht wegen unseren Versäumnissen und unseren Fehlern bestraft werden. Also wir verkacken es. Wir passen nicht auf, wir lassen unsere Hunde zu anderen Hunden hin. Jetzt ist er läufig, jetzt darf er nicht, kommt eine Frustrationsaggression und jetzt kriegt er noch eine auf den Deckel. Das finde ich halt richtig mies. Wir passen nicht auf, wir lassen andere Hunde an unseren Hunden schnüffeln, dann mehr oder weniger
Wehrt sich irgendwann mal ein Hund und jetzt gehe ich mit der Wasserflasche drauf. Nee, geht gar nicht. Ne? Also wenn dann Wasserflasche gegen die Menschen. Das kann man dann machen, ne? Aber nicht gegen die Hunde. Das ist ganz wichtig. Kein Abbruch, wenn die Basis nicht stimmt. Das ist zwar ein leichter Weg, aber niemand hat gesagt, dass Hundeerziehung leicht ist. Wie gesagt, wenn mein Hund einfach noch kein Deckenkommando, wenn mein Hund kein Ruhekommando kann, wenn mein Hund eben alles ja selber strukturieren darf, alles selber entscheiden darf, wenn ich keinerlei Impulskontrollübungen mache, wenn die Basis also nicht stimmt, ja, warum dann in dieser Situation abbrechen? Klar, es ist leicht, deswegen funktioniert ja auch Wasser die ersten 3 Wochen, ne? Wir verändern nichts. Wir verändern uns nicht, wir verändern den Alltag nicht für die Hunde, aber jetzt kommt Wasser. Der Hund erschreckt sich natürlich auf Wasser. Der reißt sich dann vielleicht auch 2 Wochen oder eine Woche zusammen und in der Regel geht es dann genauso weiter. Und dann, ja, dann stehen die Leute wieder ratlos, dann kommt die Wurfkette, dann kommt die Bissschelle und weiß Gott, was da noch alles kommt. Aber wie gesagt, wenn die Basis stimmt, dann brauche ich da halt einfach nicht anfangen. Wie gesagt, es ist natürlich einfach, nur den Hund in der Hundebegegnung dann niederzustaucheln, anstatt zu sagen, ich fange wirklich mal zu Hause an. Ich mache jetzt einfach mal Übungen zu Hause. Ich konzentriere mich mal zu Hause auf den Hund. Viele Hunde laufen ja einfach auch so nebenher. Das kostet Zeit, aber wie gesagt, keiner hat gesagt, dass Hundeerziehung gleich ist. Und das sage ich auch wirklich so. Also das kommuniziere ich auch im Unterricht. Und wenn Leute dann halt kommen und sagen, nee, das ist mir zu schwierig bei der Diane, das dauert ja auch, ja, dann müssen sie halt leider Gottes irgendwo anders hin. Hilft halt nicht. Beschränkende Maßnahmen, das ist halt auch sehr wichtig, sind manchmal nötig, vorausgesetzt der Einsatz unterliegt den Regeln der Bestrafung. Das heißt immer im Zusammenhang mit dem unerwünschten Verhalten. Ich kann halt nicht das manchmal dulden und manchmal nicht. Sofort der Situation angemessen, also nicht, wenn jetzt ein Hund vielleicht auch nur mal rüber fixiert, muss ich dann halt gleich mit der Bissschelle drangehen oder sowas. Ich kann dann sehr gerne später dann auch mal sagen, hey, lass das, ist ja überhaupt gar kein Thema, wäre ja auch schon eine Strafe. Aber wie gesagt, der Situation angemessen. Wenn jetzt natürlich mein Hund sich losreißt, auf einen anderen Hund losgeht, ja, dann packe ich den auch mal am Brustgeschirr. Da ist ja halt einfach auch nichts dagegen einzuwenden. Aber ich packe ihn nicht ins Brustgeschirr, wenn er nur mal rüberguckt. Das ist halt immer so ganz wichtig. Es sollte kurz sein, es sollte fair sein, es sollte immer mit einer Ankündigung sein. Also das heißt ein Warnsignal, ein hör auf. Der Hund muss die Chance haben, mit dem Verhalten aufzuhören. Und das finde ich halt, wie gesagt, immer so ganz ungerecht an einem Leinenruck. Der wird einfach geruckt. Der Hund hat überhaupt gar keine Chance. Was ich an so einem Leinenruck halt einfach auch noch nicht nett finde, ist immer, manchmal darf der Hund ziehen, nämlich wenn er schnuppern soll oder wenn er schnell Kacki gehen soll oder wenn er schnell Pipi machen soll, dann gehe ich raus, dann renne ich hinter meinem Hund her, dann zieht mein Hund. Und wenn ich jetzt aber am Hundeplatz ist, da soll der Hund dann ordentlich laufen. Da kriege ich halt einfach echt meine Krise. Und was eben ganz wichtig ist, das Alternativverhalten. Das Alternativverhalten haben wir halt automatisch, indem wir ein Rechts- und ein Linkskommando haben, indem die Hunde aber auch lernen, freiwillig und selbstständig zu wechseln. Das heißt, meine Hunde dürfen auch von rechts nach links gehen, selbst wenn ich vielleicht eine Situation nicht gesehen habe. Es kann ja mal sein, dass vielleicht ein Hund am Gartenzaun steht und fixiert oder dass ich durch eine Stadt gehe oder durch einen Biergarten gehe und den Hund, der unter den Tischen liegt, jetzt gerade nicht sehe. Mein Hund hat ihn aber gesehen und möchte einfach die Seite wechseln, ist höflich und möchte die Seite wechseln und dann dürfen die das. Also, wenn mein Hund hin möchte zum Auslöser, dann sage ich natürlich auch, möchte ich. Aber wenn der Hund weggeht zum Auslöser, das ist natürlich jederzeit erlaubt. Da werden die nicht geschimpft. Ich erwarte das sogar von meinen Hunden, dass sie weggehen, selbstständig aus der Situation, weil ich, wie gesagt, halt einfach nicht immer den Rundumblick habe und haben kann. Und das ist halt oftmals dieses Problem. Haben wir auch einige Videos jetzt am Wochenende gemacht, wo die Hunde für nettes Verhalten, nämlich für Alternativverhalten,
wieder an den Ort zurückgezogen wurden, weil wir es gar nicht sehen und weil wir immer vom Schlechten ausgehen. Weil wenn der Hund dann aufsteht und auf die andere Seite geht, wir wieder vom Schlechten ausgehen und sagen, der Hund ist dominant, der Hund ist böse, der Hund hat mein Signal oder mein Kommando missachtet. Davon gehen wir immer aus. Was wir aber jetzt mal sagen, vielleicht ist der Hund nur weggegangen, weil der eine Hund zu nah dran gekommen ist. Das gehen wir oder davon gehen wir halt sehr selten aus. Und ja, das ist immer so, ja, aber ich habe es jetzt gesagt, das soll er jetzt machen. Nee, der ist doch nur nett aufgestanden. Genau. Marion, er riecht Hunde lange, bevor ich sie sehe und dreht dann schon durch. Das Geschrei dröhnt durch den ganzen Ort. Ja, was hat der Trainer versucht? Genau. Und meine erschreckt sich eben gar nicht. Deswegen, ja, es ist ein Bullterrier. Also das ist auch wieder. Ein Bullterrier ist nicht dafür erzogen oder dafür gezüchtet worden, genetisch gezüchtet, dass der ausweichen soll. Also, ne, der Bullterrier ist halt einfach da, geh rein, ist egal welcher Schmerz da ist, geh rein und bleib hartnäckig dran. Also, das ist halt einfach eben ein Bullterrier. Und das ist halt so schade, wenn halt im Rasse, im Training nicht mitgenommen wird. Das ist, wie gesagt, halt einfach immer ein bisschen Kacker. Dann haben wir, wie gesagt, die beschränkende Maßnahmen, Weg versperren, bewegungseinschränkende Maßnahmen, auf den Hund zugehen mit einem angespannten Körper, Abstandsvergrößerung, den Hund auch mal vielleicht wegschicken, geh jetzt einfach mal weg, kein Dogdance vor den Hunden machen, das heißt, der Hund sitzt, schaut nach rechts, ich schaue nach rechts, der Hund schaut links, ich springe nach links, der Hund springt nach rechts, ich springe nach rechts. Also da halt einfach schauen, dass ich auf den Hund zugehe und wie gesagt kein Dogdance. Die Vorabfrage ist, weicht denn aber auch mein Hund in einer neutralen Situation aus? Kann ich den denn auch zu Hause irgendwie mal wegschicken? Oder steigt ihr, wenn der Hund irgendwo liegt, über ihn drüber? Oder steht der Hund einfach auf und geht zur Seite, weil er sagt, mein Herrchen kommt und ich gehe einfach weg? Also wenn ich das halt auch da wieder zu Hause nicht schaffe, in netter, entspannter Umgebung, dann brauche ich es halt einfach draußen nicht versuchen. Und dann nimmt mich mein Hund nicht wahr. Und auch das ist immer ganz wichtig. Ich muss natürlich auch mal lernen, wie ich einen Hund wegschicke. Und deswegen mache ich das zu Hause. Da fängt meine Übung an. Beschränkende Maßnahmen, Weg versperren, Schmarrn, kein Leinendruck, das kann der Trigger sein. Da hatte ich eben auch mal einen Appenzeller, der war extrem leinenaggressiv, ist immer nach vorne gegangen. Und dann habe ich mal gesagt, wir gehen mal raus aus dem Grundstück. Ein Hund war im Grundstück, der ist da frei rumgelaufen, der Appenzeller war draußen. Die Besitzerin hat den Hund an der Leine gehabt und der Hund ist nach vorne geschossen. Dann sage ich, lass mal die Leine fallen und wir gehen weg. Haben wir die Leine fallen lassen. Der Hund hat noch so ungefähr 3, 4 Sekunden weitergemacht. Dann hat sich der Hund gedacht, ups, Druck weg, dreht sich um, Besitzerin weg. Oh, ich gehe einfach der Besitzerin hinterher. Dann sind wir wieder hingegangen zum Zaun. Der Hund steht total nett am Zaun, überhaupt gar kein Thema. Der andere Hund hüpft da umeinander, der andere Hund springt da umeinander. Ich sage zur Besitzerin, nimm die Leine an, die nimmt die Leine an, Hund verspürt Druck und geht sofort nach vorne. Ne? Also. Leinendruck, kurze Leine kann halt einfach der Trigger sein. Auf keinen Fall darf es natürlich zu Brutalität und einem Abreagieren kommen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und das muss ich jetzt aber auch sagen zur Marion. Wie gesagt, ich habe viele Molosser und ich habe viele Bulldoggen und ich habe auch viele Möpse auch im Training und da heißt es ja immer, ja, die sind so unsensibel. Wenn man denen das beibringt, auszuweichen, wenn die das gelernt bekommen, auszuweichen, indem ich vielleicht mal auch meinen Hund sag, sitz und ich gehe auf ihm zu, ich lasse ihm die Zeit, dass er weggeht, dann geht das. Also ich habe da ganz, ganz, ganz sensible Bulldoggen. Aber ich muss es denen halt ein bisschen mehr beibringen, als wenn ich natürlich einen Hütehund habe, der ja schon auf Körpersprache eben ganz anders reagiert als also ein Bullterrier oder vielleicht auch die Bullterrier habe ich immer ein ganz, ganz großes Problem damit, weil die sehen ja vielleicht auch andere Hunde gar nicht so durch diese Schnauze.
Die müssen oftmals ihre Köpfe irgendwie anders halten, um ein anderes oder ein schärferes Sehen zu bekommen. Also die schätzen auch andere Hunde wirklich oftmals gruseliger ein, als jetzt ein Collie, der jetzt halt einfach vielleicht auch eine lange Schnauze hat, aber den Huckel nicht auf der Nase. Und das finde ich auch wieder so schade bei den ganzen Pullis. Die können Körpersprache gar nicht. Die können mit ihrem Körper schon gar nicht so kommunizieren. Die können Körpersprache durch das Kindchenschema schon gar nicht mehr so gut kommunizieren. Die haben tatsächlich schon viele, viele submissive Signale verloren wegen dem Kindchenschema. Und dann zu sagen, der Hund ist blöd und der Hund ist stur und der Hund ist deppert, oh, da kriege ich immer meinen Aussteigen. Ne? Weil sie es nicht können. Die können es nicht. Und wie gesagt, ich habe gerade auch im Moment einen Malinois bei mir im Training. Ja, die hat auch so eine Ramsnase. In manchen Mali-Linien ist ja auch ein bisschen der Bullterrier drin. Und ich habe immer dieses Gefühl, als ob die Hündin nicht richtig sehen kann. Wenn auch jemand auf sie zugeht, die neigt erstmal ihren Kopf so und von rechts nach links. Und mir kommt es immer so vor, als ob die erstmal so einen richtigen Winkel zum scharfen Sehen haben muss. Die knallt halt auch so nach vorne. Die Hündin jetzt vielleicht auch noch zu bestrafen für das, dass sie vielleicht nicht richtig sehen kann oder nicht so scharf sehen kann, ist, finde ich, halt noch gemeiner. Ne? Weil sie sind da eh schon so ein bisschen eingeschränkt. Beschränkende Maßnahmen, wenn, da muss man auch wirklich darauf achten, dass Körper, Geist und Seele übereinander stimmen, dass die Einwirkung nicht nachtragend ist, dass ich den Hund auch wieder einlade, dass ich den Druck rausnehme. Da habe ich dann auch am Donnerstag und am Freitag ein paar Videos, wo nämlich der Druck nicht rausgenommen wird. Und Alternativverhalten unbedingt zulassen, das habe ich ja schon gesagt. Und der Hund sollte auch klar, oder dem Hund sollte klar sein, von wem die Korrektur ausgeht. Beschränkende Maßnahmen, bei Nein gibt man Druck, nämlich Distanzvergrößerung. So machen es Hunde. Der eine knurrt den anderen an. Und dann geht der andere in der Regel. Und es ist jetzt egal, ob ich auf den Hund zugehe, ob ich meinen Körper anspanne, ob ich ihn vielleicht mal ein bisschen anfixiere. Ganz wichtig ist aber, Nein heißt Distanzvergrößerung. Und jetzt überlegt mal, was ihr oft macht, wenn ihr Nein sagt. Den Hund herrucken. Den Hund herziehen. Das ist doch für den Hund. Ja, was willst du denn jetzt? Du bist auf der einen Seite aggressiv. Aggression bedeutet aber Distanzvergrößerung. Das wissen wir ja auch, wenn wir mit jemandem streiten, dann wollen wir nicht kuscheln. Wenn wir uns mit jemandem streiten, dann will ich Distanz einfach zwischen uns haben. Auch wenn es mein Partner ist, dann will ich vielleicht auch nicht mit meinem Partner auf der gleichen Couch sitzen. Also, ne, das ist halt einfach, Aggression bedeutet Distanzvergrößerung. Und wir sind aggressiv und schreien vielleicht unsere Hunde auch vielleicht vor lauter Panik und vor lauter Stress an, aber trotzdem, wir sind aggressiv und wir ziehen unsere Hunde zu uns ran. Das ist für unsere Hunde natürlich extrem schwierig, diese Körpersprache in irgendeiner Weise zu verstehen. Der ist böse, ich will weg, aber ich werde hergezogen. Und herziehen oder Körpernähe oder Nähe ist ja eigentlich nett, eigentlich eine Einladende. Aber zum Einladen schreie ich nicht rum. Hä? Was will denn jetzt der Besitzer? Deswegen sind so viele Hunde einfach auch so ein bisschen konfus, weil wir halt einfach auch Sachen verkehrt machen. Wir sind halt eben körpersprachlich auch für unsere Hunde schlecht einzuschätzen. Falsches Abbrechen. Viele Hundebesitzer korrigieren, weil sie denken, sie müssen jetzt halt irgendwas tun. Sie müssen dem Gegenüber vielleicht jetzt auch mal, ja, zeigen, quasi, ja, mein Hund bellt und ich mache jetzt was. Und es ist aber halt auch wichtig, eine Korrektur muss ankommen, weil ich muss keine Korrektur ansetzen und ich muss nicht drohen, wenn ich es dann halt auch nicht durchsetze. Also warum mache ich ein Abrufsignal, wenn ich es nicht durchsetze? Also da mache ich doch gar keins. Und es gibt Leute, und das akzeptiere ich auch völlig, es gibt Leute, die sagen, ich kann das nicht. Ich möchte das nicht. Und dann akzeptiere ich das, dann sage ich, ja, aber dann breche ich noch gar nicht ab. Dann kommt aber auch kein Nein. Ja, aber nee, entweder ganz oder gar nicht. Ja, okay. Und dann muss man sich halt einen anderen Weg. Also es gibt ja immer Plan A, Plan B, Plan C. Aber wenn ich halt merke, oder wenn ich als Trainer vielleicht meinen Menschen
eine Wasserflasche in die Hand gebe und der Mensch zögert schon und der hat Fragezeichen im Kopf, ja, das ist doch Kacke, oder? Ich spritze zwar meinen Hund an, bin aber nicht überzeugt davon. Das ist doch unfair. Das ist doch sowas von dermaßen unfair. Zu spätes Abbrechen, das habe ich ja schon vorher gesagt, viele Besitzer brechen das Verhalten eben zu spät ab, nämlich wenn der Hund in die Leine springt und die Vorboten sind eben dieses Fixierblick, Maul schließen, Pfote heben, Schwerpunkt nach vorne, was wir halt ja gerade gesagt haben. Da müsste ich, wenn ich denn was machen möchte, da müsste ich und nicht so lange darauf warten, bis es dann komplett eskaliert ist. Und das ist also eine ganz, ganz große Problematik, wenn man abbricht, nämlich die falsche Verknüpfung. Wir haben gerade gelernt, der Hund soll seine Handlung mit der darauf folgenden negativen Handlung oder Konsequenz verbinden können. Leider und ganz oft passiert es aber eben, dass der Hund die Korrektur nicht mit seinem Handeln, also nicht mit dem nach vorne springen und pöbeln und in der Leine hängen verknüpft, sondern mit dem Gegenüber. Nämlich viele Hunde lernen, wenn kein Hund da ist, dann keine Korrektur, dann kein Wasser ins Gesicht, Besitzer nett. Wenn ein Hund da ist, dann Korrektur, Besitzer böse, Diskschelle und Wasser. Also, ich habe viele Hunde, die einfach im Anblick von anderen Hunden schon wirklich den Kopf nach unten tun und sagen, jetzt geht's gleich wieder los. Und die sind völlig psychisch. Die sagen, ich kann doch gar nichts dafür, dass da einer um die Ecke kommt. Und ich weiß, jetzt kriege ich gleich wieder einen auf den Deckel. Also, weil sie eben diese Korrektur nicht eben mit ihrer Reaktion, nämlich mit dem Schreien und in der Leine springen und mit dem und dem und dem verknüpfen, sondern mit einem anderen Hund. Und dann habt ihr echt so einen Hund, der völlig verzweifelt ist, weil er sagt, scheiße, da hinten kommt schon wieder ein Hund. Jetzt geht's gleich wieder los, jetzt kriege ich gleich wieder einen auf den Deckel. Und dann senken die auch oft den Kopf, dann sind die aber auch ganz angespannt, oh, da hinten kommt schon wieder einer. Und das ist so, so, so schade. Und was ist eben die logische Konsequenz daraus? Wenn natürlich ja, ein Hund um die Ecke kommt, dann weiß ich, es gibt eben gleich wieder die Korrektur, der Besitzer ist gleich wieder böse. Also was mache ich? Ich vertreibe ihn. Das ist halt leider Gottes oftmals die Motivation unserer Hunde. Und dann kriegen sie noch mehr einen auf den Deckel und dann wollen sie eigentlich noch mehr Abstand, dass die Hunde noch mehr Abstand halten und noch mehr einen auf den Deckel. Und deswegen halt einfach mal auch über Korrekturen nachdenken.